Hey ho. Das ist voll praktisch, wenn wir das jeden früh machen, wissen wir immer, welcher Tag und welches Datum ist. Erstmal Eugen Stuff geben, okay. Oha! Die Stalker Akademie bewertet mich jetzt. Vielleicht hätte ich da unten bleiben sollen. Wobei, mir hätte auch nichts gebracht, wäre ins Wasser gefallen. Hier am besten. Oha. Thank you.
So, ich hätte die Rutsche aber ehrlich gesagt gerne in eine andere Richtung. Das heißt, ja, 4 Kilometer Richtung Strand rutschen. Manchmal ist das, glaube ich, auch Eiscreme. Man könnte jetzt sagen, das sieht hier noch sehr leer aus und dann hätte man auch recht. Aber hey. Kann den Spiegel reinholen. Eigentlich kann jetzt das Zeug, was ich draußen hingelegt habe, ins Hauslager des Aufbaus gehen. Das ist ganz gut. So. Sehr schön.
schön alles ins Lager droppen. So, das normale Holz brauchen wir später für einen Holztisch, okay. Haben wir auch gleich was, wo wir das Foto und die Kohle draufstellen können. Das ist normale Holz. Okay. Jetzt bleiben. So, das Bett sieht schon mal besser aus als das letzte, was wir hatten. Komfier. Komfier ist das Feldbett auf jeden Fall. Okay, bringen wir Eugen mal ein paar Kirchen vorbei. Nachdem wir unsere erstmal verkauft haben, natürlich. Häuser sind tatsächlich anders als Zelte. Oha. Oha. Natürlich für dich immer, ne? Für dich immer.
Das stimmt. Das stimmt, nur möchte ich immer expandieren. Nep helfen wir gerne. Holz für jeweils und Eisenerz. Uiuiuiui. Da ist eine Menge. Erstmal kurz diese niedlichen Kritter hier zu Eugen bringen. Ach so, und vorher noch schnell das Zeug verkaufen, das habe ich schon wieder vergessen, weil Nepp mich zugelabert hat. Er ist so niedlich. Jetzt haben wir die Taschen voll, jetzt können wir erstmal zu Eugen rücken. Hey ho! Hallo Eugen. Das stimmt, ich habe dich extra auf den Teil der Insel gesetzt, wo kein anderer hinkommt. Wir sind auf diesem Stück Land, Eugen. Ja, Schaufel, endlich! Fünfzehn, kein Problem. Zum Beispiel diese Seepocke.
Ja, erzähl zur Seepocke. Sag. Okay, Seepocken sind weder Muscheln noch Weichtiere. Was sind sie dann? Ah! Schalentiere. Oh, sie klammern sich an einen kleinen Nono fest. Cute. Ja, klar. Ah, wie so eine Froschzunge, aber als einzelnes Lebewesen, okay. Ja. Eine Turbanschnecke. So, Eugen, was erzählst du mir dazu? Oha. Ein Operkulum. Das ist cool. Eugen sucht endliche Weisheit, sagt uns zu jedem kleinen Tierchen was, bestimmt auch zur Seeanemone. Eugen, was sagst du uns zur Seeanemone? Das perfekte Haustier für Medusa? Warum hat sie keine Augen? Ach so, sie hat Schlangenhaare. Okay. Lieber mit Bedacht als ohne, näher dich der Anemone. Ob das auch für Kommtreffen gilt, ich weiß es nicht. Aber danke, Eugen. Ja, erzähl uns zum Oktopus. Drei Herzen hat er. So viele Likes auf einmal. So lieb kann er dich haben. Oh. Oh.
Okay, Eugen sagt uns also, Oktopusse sind die Ninjas der Meere. Das ergibt Sinn. Ja, sag uns mal was über die Ananas. Ja, okay. Ist keine Frucht, ja. Okay. Manteltier. Okay. Oh, eine Kaulquappe wird zu einer Seeananas? Ich glaube, wir haben ein potenziell neues Pokémon entdeckt. Na dann erzähl mal, Eugen. Okay, das sieht niedlich aus. Denke ich. Ich bin hübsch, das heißt, ich bin giftig, okay. Sind hübsche Menschen dann auch giftig? Ja, eine Alge. Gerne. Was heißt hier schnöde Sushi-Ummantelung? Und außerdem sind das Nori-Algen, keine Wakame-Algen. Lügen! Fälschungen! Das verstehe ich allerdings. Natürlich, Eugen. Für dich immer. Ein Barsch. Dann erzähl mir mal was zu dem Barsch. Ah, Barsche sind also Strong. Okay. Ja, darum gewonnen.
Okay, Eugen mag Punks. Ich glaube, Seesterne sind beliebter als Seeigel. Oh, die haben kleine Füßchen, das wusste ich nicht. Wie viel haben wir ihm denn jetzt schon gegeben? 3, 4, 5, 10. Das heißt, wir müssen dann nochmal 3 holen, okay. Es ist nicht dieser Ach, die Schmerle will er nicht, weil er die schon bekommen hat von Nook. Interessant. Oh, das wusste ich auch nicht, dass Makrelen keine Schwimmblase Na dann bringen wir Eugen noch mal 3 Stück rüber. Aber erst nachdem wir uns den Sprungstock gemacht haben, weil der klingt super. Und eine Schaufel am besten auch. Oh, ich kann sogar eine Wackelschaufel herstellen. Und dann machen wir das doch gleich. Ja. Und den Sprungstock, genau.
Oh. Habe ich hier noch nicht aufgeräumt? Komisch. Könnt wetten, ich habe gestern überall, wo ich reingekommen bin, das Unkraut weggemacht. Aber jetzt, wo wir Schaufeln machen können, können wir eigentlich auch mal wirklich alle Bäume abholzen. Und die dann so pflanzen, wie wir möchten am besten. Wenn mal ob hinten noch irgendwas ist, was wir umbuddeln können. So, ich bin gespannt, ob Eugen uns die gleich identifiziert, die Fossile. Ein dunkler Ostos. Ja, erzähl mir was zum dunklen Ostos. Ein gepanzerter Fisch, ja? Ha. Vielleicht war der Rest nicht gepanzert, wenn nur Kopf und Schulter gefunden sind. Das wäre voll niedlich. Ich bin der Meinung, dass ich
Dann sag uns mal, was das hier ist. Die Metriodon-Schädel. Natürlich. Okay, die Metrodon ist kein Dino. Reptil. Ah, das ist der mit dem Segelrücken. Okay. Aber jetzt können wir endlich auf die Mittelinsel, weil wir da ja nicht hinschwimmen können. Das ist sehr gut. Endlich überall unten sauber machen können. Ja, unten kratzt ein bisschen. Ich muss wirklich mal meinen Schreibtisch aufräumen. Aber jetzt setzt sich Odin wieder in sein kleines Haus. Das ist auch niedlich.
früh um 11 erstmal die Insel sauber machen. Oh, ein Vogelflügler. Wir können Eugen auch einfach gleich die Schmetterlinge bringen. Müssen wir nicht nochmal rüber hopsen. Ja, komm, lass das machen. Bringen wir Eugen gleich den Vogelflügler. Oh nein, er hat Angst. Hihi. Hallo. Was heißt hier Ungetüm? Er ist wunderschön. Nun, er ist sehr groß. 30 cm Flügelspannweite. Das ist groß für einen Schmetterling. Aber gar nicht mal so groß, ehrlich gesagt. Ja, ich sehe schon, dass du sehr viel Spaß mit dieser Spende haben wirst, Eugen. Oh. Er ist kinda cute, wenn er... Mag an mir liegen. Aber auch dieser uralte Schreibtisch zusammen mit diesem random aufgebauten Regal. Sehr, sehr cute Akademiker selbst. Eugen ist schon... Eugen und Euphemia sind beide schon Schatzis.
Ja, dann muss der Ast halt fallen. Ja. Generell, die meisten NPCs sind sehr niedlich. So. Nein, eigentlich wollte ich was kaufen, dammit. Weil ich habe heute noch nicht reingeguckt. Okay, gibt nicht so wirklich Wasser. Ich glaube, es ist immer gut, ein paar Blumen zu kaufen. Zumindest am Anfang. So. Ach, nicht ganz. 1000er fehlt uns noch an Meilen. Oh, Muscheln verkaufen. Okay, das kriegen wir aber hin. Ja, find es auch immer ganz niedlich, wenn man. Also ich habe jetzt die Insel gelöscht und eine neue angefangen.
Das jetzt Tag 3, glaube ich. Und wir bauen jetzt einfach ganz in Ruhe eine auf. Manchmal ist es einfach schöner, neu anzufangen, finde ich. Ah, jetzt kann ich endlich die Taschenerweiterung holen. Perfekt. Gleichzeitig tun wir ein bisschen Holz abbauen für Nepp in seinen kleinen Laden. Ich wusste doch, ich habe ein Geschenk gehört. Ein Puzzle-Rest? Wie sieht denn ein Puzzle-Rest aus? Ach so, einfach nur ein ungefertigtes Puzzle. Oh no. Ich kann sie dir gleich zeigen gehen. Warte kurz.
einer ist bestimmt gerade am Angeln. Nein, die ist nur nicht. Komisch. Ach, da. Den? Teppich? Oh, danke, Pepe. Ich finde den ehrlich gesagt sehr lustig. Ich glaube, wir behalten den auch. Vielleicht ist er zu Hause? Nein, okay. Wo ist unser Nilpferd? Oh! Das machen wir später. Den wecken wir später auf. Heute ist ja eine Menge los hier. Also das andere ist so ein pinkes Nilpferd. Mit so einer Tolle. Vielleicht geistert sie ja im Laden rum. Nein, tut sie nicht. Weiß gerade echt nicht, wo sie ist, ne? Ganz ehrlich? Keine Ahnung, es gibt so viele Stadtbewohner, ich weiß nicht, welcher ist davon. Auch wenn ich glaube, ich sich Marie schon mal gehört habe. Ist sie einer von den Hasen? Hier ist auch keiner. Da ist sie ja! Da ist sie ja, unser Nashorn. Es war kein Nilpferd, es war ein Nashorn. Ja, hallo, Ilona ist sie. Ah, stimmt, das Huhn, okay. Eisen, Holzbett, okay.
heißt die Ketchup-Insel? Sanddonner. Das ist sehr gut, weil dann kann ich fast schon das Nixon-Stuff craften. So, erstmal alles wieder ins Lager schmeißen. So, dann gucken wir mal, was wir im Lager haben jetzt alles. Okay, noch nicht genug Holz auf jeden Fall und auch noch nicht genug Eisen. Immerhin zwei Eisenerz. Das ist okay. Drei Eisenerz sogar. Wir haben keinen Wackelkescher mehr. So, brauche ich sonst noch was? Die Angel ist gerade nicht so wichtig. Ach so, stimmt, ich kann mein Inventar vergrößern. Hey.
Flaschen richtig nutzen. Ja, bitte. Hui! So viel Platz plötzlich. Nice. Gießen sollen, wie er wurde gesagt. Ah, das stimmt. Pommes Landinsel, okay. Oha, Beach-Saison geht wieder los. Freue ich mich. Das wird super. Geht doch. Okay, dann wecken wir mal Gulliver auf, ha? Der ist bestimmt direkt aus Hamburg zu uns eingeflogen. Ja, ja, so reagiere ich auch immer, wenn ich keine Pizza bekomme. Oh nein, der Arme. Ich
Natürlich gerne. Na dann, gehen wir mal schnell Gulliver helfen. Unserer kleinen niedlichen Seemöwe. Da ist eins. Da ist eins. Nein, ich wollte eigentlich das nehmen. Da. Drei haben wir. Jetzt müssen wir noch irgendwie die anderen zwei finden. Vielleicht einen Strand weiter. Das da? Ja. Auch wenn ich nicht glaube, dass sie so gut funktionieren, wenn die voller Sand sind. Ich sehe keins mehr. Oh, da. Bist du das letzte Teil? Nein, du bist eine Musch. Bist du vielleicht das letzte Teil? Nee. Ja. Da einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt.
glaube, dann gehen wir erstmal schwimmen. Ich glaube, das ist sinnvoll. Na okay. Oh, fehlen noch 40.000 Sterne. Das sollten ein paar Tauchgänge sollte das erledigen. Die Teppich muss schon sein. Ja, okay, doch. Brauchst nicht zum Tauchen. Das hier wieder als Einplatzstrand. Wobei, nein, die. Ehrlich gesagt kann es nicht schaden, die Schleuder dabei zu haben. Das ist das Einzige. Alles andere ist ersetzbar, aber die Schleuder ist ein bisschen doof. Hallo, Peppe.
schon 2 Oktoberfrösche gefangen. Und einen Taschenkrebs. Uiuiui. Super entspannt, ehrlich gesagt, für mich mit dem. So. Hi. Hui. Yeah. It's very chill. Voll ist unser Inventar jetzt? Das geht noch. Geht noch. This island is new. Like, from 2 days ago. Just little chilling sessions. So, yeah. Yeah!
I also don't have online. So. Maybe someday. Das sieht auch nicht aus wie eine Kamuffel. Ja, ist eine Anemone. Keiner? Like, I should, but we only learn it in school, and like, I'm out of school for years, so I don't get to speak it regularly. Yes, I speak fluent fairy. My writing is way better than my English speaking, I guess. Yeah. Could be better. Oh no, not again! You see, my typical viewers aren't that well versed in English. Hashtag no front. Sehe ich ja, no front. Oder dass Deutsche kein Englisch können. Ach so, enger. Meinst du, den gibt es in Englisch auch und dann ist es einfach angry, weil Deutsch und so?
Aufgabe. Immer muss man die guten Witze selber machen. So oft waren wir jetzt tauchen und wir haben keine einzige Kammmuschel bekommen. Das heißt, wir müssen dann nochmal tauchen gehen. Außer das da ist jetzt eine Kammmuschel. Potenziell bewegt tut sich's wie eine. Nope, ein Seestern. Hätte ja sein können. Doch, doch, kann man tatsächlich. An der Größe und dem Bewegungsmuster kannst du erkennen, was du fängst. Gibt's dann tatsächlich auch so Strategien, mit welchen du am meisten Geld machst und so. Das ist mir dann ehrlich gesagt auch zu tryhard. Du nur spezielle Sachen vom Meeresgrund aufhebst, ist dann. Nee. Immerhin machen wir so ein bisschen Geld, wenn wir mehrmals tauchen gehen. Das ist ja auch schön. Ist es eigentlich Zufall, dass sich Witchcraft fast genauso anhört wie Wissenschaft? Ich glaube nicht. Ja. In Wahrheit ist Maurice auch nur eine Science Witch. Okay, Frames, bitte. Hallo. No. Was ist hier los? Ich glaube, die Switch will sagen, danach sollen wir aufhören.
Weil eigentlich müssen wir noch einen Nappy Boy beim Laden machen helfen. So viel zu tun? Das ist keine Kammmutter, das ist glaube ich zu groß. Ja. Ich habe heute dafür gesorgt, dass Eugen morgen sein Museum eröffnen kann. Ich habe einen Sprungstock gebaut und eine Schaufel und ich habe Fossilien ausgegraben. Ja. Ja, das habe ich heute gemacht. Ja, ein Sprungstock. Damit kann man ohne Brücken über die Flüsse springen. Oh, der ist schnell. Runter, tauchen, tauchen, tauchen. Sonst entkommt er uns. Ha, gefangen. Oh, ein Süßi. Ein Regenschirm-Oktopus. Der ist neu. Und der hat kleine Hasenöhrchen. Ich hab ihn so lieb. Einer der besten Oktopoden, auf jeden Fall. Oh, der bewegt sich auch relativ fix. Nee, doch nicht. Doch? Was bist du? Bist du ein Krake? Das hatten wir gestern nicht so viel, dass die vor uns weggeschwommen sind. Aber wenn die so schnell sind, dass wir die nicht kriegen, müssen wir die in eine Ecke drängen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Okay, warum hast du dem jetzt geholfen? Finally! Ui! Eine Gigas Riesenmuschel. Wir finden hier ganz schön viel Monster. Da wird sich Eugen in ferner Zukunft sehr drüber freuen, denke ich.
Meinst du, das ist noch eine Gigas-Riesenmuffel? Oder ist das noch was Neues? Oh! Oh! Ein Hummer! Da sind wir schon ganz gut dabei, muss ich sagen. Sehr gut. Ich freue mich schon drauf, wenn die Insel ein bisschen größer wird. Weil wenn man den Nintendo Online hat, kann man Leute einladen und dann kann man so niedliche Museums-States machen. Und das ist wirklich cute. Wenn man über Nintendo Online andere Leute einladen kann, kann man so ein kleines Museum-State machen in Animal Crossing. Das ist sehr cute. Weil das Museum ist auch sehr cute. Das aber nicht viel. Ich glaube, ich habe wirklich ein Jahr gespielt damals. So alle Events mitgenommen zumindest. Immer noch keine Kamusche. Oh oh. Verstehe ich. Aber das gibt sich ja dann zu den späteren Zeiten, dann musst du ja nicht mehr täglich reingucken.
Ja, bei Pokémon Go verstehe ich das mehr. Da finde ich FOMO schlimmer. Habe ich auch immer so richtig lange und oft Zeit. Ich bin gerade auch nicht mehr beim Pokémon Go spielen. Achso, Lucy, kannst du mir kurz helfen? Wann fängt ein Touri-Stream überhaupt an? Ich sollte natürlich auf jeden Fall da sein, wenn Touri streamt, um Herzen da zu lassen. Das ist wichtig und richtig. Bei mir akustisch nicht durch. Ich wollte wissen, ob du weißt, wann Touri mit Stream anfängt. Achso, Touri. Ich habe irgendwie zwischenzeitlich Maurice verstanden und dachte so, hä, nee. Was ist jetzt schon wieder los? Was habe ich verpasst? Nee. Es wäre auch dreist von Maurice am gleichen Tag wie Touri zu streamen. Also laut Plan um 16 Uhr ganz normal. Okay. Aber war heute nicht eigentlich auch Persona angedacht? Ja. Dingens? Ja. Ich wollte nur kurz die Daily Quests erledigen und das dauert gerade ein bisschen. Also doch FOMO. Naja, am Anfang ist das ein bisschen stärker als später. Und normalerweise kriegt man relativ fix eine Kammmutter. Ich hab nur schlechtes RNG gerade. Nee, du hast gestern einfach die gesamte Kammmuschelpopulation ausgerottet und das ist jetzt der Zusammenbruch deines Ökosystems. Ja. Deshalb. Die sind eigentlich wesentlich häufiger als, keine Ahnung. Zum Beispiel als dieser süße Mini-Krake, den ich jetzt zweimal gefangen habe. Oktopus, oder? Nein, der. Wie heißt du? Regenschirm-Oktopus, ja. Achso. Ja gut, der ist natürlich nochmal wesentlich seltener als der normale, ja. Ja. Ist ja auch wesentlich süßer als der normale. Eisig nicht. Der hat kleine Hasenöhrchen. Hab ich auf Twitter jetzt vor die Tage ein Meme gesehen. Das hat mich komplett gebastelt. Ja, warte. Poste das mal in Chat. Mhm. Mit Chat meinst du Teich, oder? Nee, in Chat. Ja, warte. Wie ging das? Ich glaube so. Ah. Aber das sind keine Öhrchen, das sind Angry Augenbrauen. Ja, es sind halt Öhrchen. Nein, never. Ja, das ist halt. Jetzt muss ich gucken, ob ich das Meme wiederfinde. Das glaube ich halt nicht. Weil das irgendwo in meiner Follow-Timeline von irgendwem nur retweetet wurde. Finde ich never wieder, aber. Das sind never sind das Hasenohren. Hasenohren wäre, wenn du ein Ist gleich dahin schreibst. Scroll. Bin mir auch gar nicht sicher, ob das gestern war oder vorgestern. Wenn es vorgestern war, wird es noch viel schwieriger, das wiederzufinden. Scroll. Schlimme ist, dass ich mir natürlich auch nicht gemerkt habe, wer das retweetet hat, sonst könnte ich einfach in den Account reingehen und es würde wesentlich schneller gehen. Oh doch, ich hab's gefunden. Achso, ja, nee, okay, stimmt. Moment, ich hab's auch falsch rum interpretiert. Also ja, es sollen trotzdem Hasenohren sein. Aber die Variante mit den, wie du es nennst, irgendwie Augenbrauen ist definitiv auch die schlechtere. Ja, auf jeden Fall.
sieht Mien aus? Ich meine, das eine ist das UFO-Face und das andere ist ein ich piekst dich gleich UFO-Face. Naja, also das andere ist halt, dass das nicht ein Mund ist, sondern dass das diese Backen beziehungsweise Nasenbacken, was ja, auch immer, von dem Hasen des sind. Mundes, ja, haben Katzen genau. Ja auch, dass die so wegen der Schnauze genau, halt. Quasi nicht die drei, sondern das, was von der drei fehlt, die Lücke, ja. Ist quasi diese Nasenbacken, dann die Augen und die Öhrchen. Ja, also ich sehe das schon, ich finde es auch nachvollziehbar. Deswegen war ich so ein bisschen geflasht, als ich das gesehen habe und dachte so, habe ich halt noch nie gesehen vorher, aber jetzt kann ich es nicht mehr anziehen. Nee. Sehe ich nicht. Banausen. Mit einem ist gleich vielleicht, aber sonst sehe ich das einfach nicht. Wieso ist, was meinst du, ist gleich? Also naja, Pfeil und Gleichzeichen oder was? Ja, statt dem größer als halt ein ach ist so, gleich. Ach so, statt, nicht darüber, okay. Ja. Ja, I don't know. Sieht mehr aus wie ein Hase. Finde ich halt, ich verstehe, was du meinst. Ich finde aber halt, dass die stereotype Darstellung von einem Hasen, Hoppelhasen, Osterhasen, ich möchte diese auch anmerken, comichafte, für mich, ja, dass diese Art von Emoji die schlechtere ist. Kamoji sind besser. Was für Emoji? Naja, wenn du das gleiche machst, aber ich zeig's dir. Was wären denn da Hasenohren? Vermutlich die hier. Wo ist dieser komische Mini-Kreis? Kamoji sind halt auch nicht für meine Tastatur gemacht. Klingt schon viel zu kompliziert dafür, dass es sich jemals durchsetzen wird. Tut es aber. Sowas. Ach so, du meinst so Klammer waagerecht halt, Emojis. Halt welche, die besser lesbar sind, weil sie waagerecht sind, genau. Ja, aber also das könnte halt einfach legit alles sein. Da würde ich halt niemals einen Hasen erkennen. Ja, gut, weil ich ja noch die richtigen Ohren gefunden habe. Gebe ich ja, zu. Aber wie willst du Ohren, dann müsstest du ja also es gibt das richtig viel Stuff, weil du kannst da ja theoretisch auch die ganzen ASCII-Zeichen, die wir jetzt nicht direkt auf der Tastatur genau. Haben, genau, ja, ja, klar. Das ist schon klar. Also es nur gibt mein auf Problem jeden Fall richtig nice Hasen dabei. Mein Problem, was werde ich dir jetzt zeigen, was ich meine, ist, Ohren kannst du in einer waagerechten Zeile nicht darstellen. Klar, kannst du ja einfach den Rest kleiner machen. Ja, verstehe, was du theoretisch meinst, aber trotzdem nein. Weil, auch wenn die, sag ich mal, höher gelegen wären als das W in der Mitte, ja. Wäre für mich ein Ohren tatsächlich nur, wenn es in der Zeile drüber wäre. Also, dann müsste man mehrere Nachrichten machen, was ja auch gibt, diese ASCII-Kunst, wo dann einer über 20 oder 30 Chat-Nachrichten einen riesigen Penis im Chat malt. So. Jo, dann vielleicht, aber einzig und allein nur waagerecht, finde ich, sind die definitiv schlechteren Emojis, weil sie sehr wenig Möglichkeit bieten, Sachen gut darzustellen. Also es ist zumindest eingeschränkter. Ich finde, es sieht immer besser aus. Ich weiß auch nicht, ob es eingeschränkter ist, weil ganz ehrlich, die hintereinander sind auch super eingeschränkt. Und die sehen eigentlich immer scheiße aus. Mein Nein? XD sieht scheiße aus. Hä? XD ist ja auch einfach nur ziemlich basic. Aber das hier ist das beste Emoji. Wobei eigentlich nicht, eigentlich ist es das zweitbeste Emoji. Beste Emoji das ist kein Emoji, das ist ein Ausdruck. Nein, das ist ein Emoji. Und das ist nur dann das zweitbeste ist aber, Emoji. Dann ist es aber nicht wie das Hasenfels-Emoji. Weil wenn du sagst, es ist jemand, der die Arme hochstreckt, genau. Dann ist es ja genauso wie meins auch. Dann ist es ja auch waagerecht. Das ist richtig.
Das sind die einzigen zwei waagerechten Emojis, die ich akzeptiere. Also ich weiß nicht, ob du aus einer anderen Internetzeit kommst als ich, aber ich finde Dach ist schon essential. Essential weiß ich nicht, man könnte auch sagen overused, aber ja, Dach war GG. Dach war, sagen wir mal, auf jeden Fall essential für die Entwicklung von Internetkultur. Ja. Ohne wäre Internetkultur heute nicht da, wo sie wäre. Danke, Johannes. Fucking Johannes. Ist nicht Johannes Zange, alles gut. Oh Gott, nein, bitte nicht. Er ist nämlich woke. Ja, gut. Das kann man Johannes Zange jetzt nicht unterstellen. Trotzdem gut, dass das nicht ist. Aber würde er so einen woken Satz bringen? Wie der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt man. Wurmt es dann den späten Vogel, wenn er verpennt hat? Also, keine Ahnung, ob er so einen Bogensatz sagen würde, aber ich wüsste, er würde so einen Satz nicht sagen, weil es nicht gerade vegan, Vogel zu fangen. Auch als Vogel. Weil Vögel können ja theoretisch auch... Also die sind jetzt nicht darauf angewiesen. Ah, ich habe ein Nixenkleid bekommen. Also nicht nur eine Hexe, sondern auch noch eine Nixe. Was ja eigentlich nur eine Wasserhexe ist. Guck, wie cute ich bin. Jetzt noch so eine Fisch-Meerjungfrau-Flossen-Schuhe. Die gibt's später von ihm. Natürlich gibt's Johannes, die. Johannes ist ein Schatzi. Zumal die Frisur halt immer noch zur Kleidung passt. Das ist ja absolut GG. Ja, ist halt die Wasserfrisur. Ich meinte von der Farbe her. Ja, ist halt die Wasserfrisur. Okay, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Ah, verkackt. Bitte. Ja, ist schon okay, der kommt wieder. Deshalb habe ich, also das, weil mich das so abgefuckt und getriggert hat immer, bin ich irgendwann beigegangen, was man ja auch theoretisch, was theoretisch ja auch logisch ist, wenn man drüber nachdenkt, weil eigentlich ist das alles ja nur ein unsichtbares Grid, auf dem man sich bewegt. Ja. Ich bin irgendwann beigegangen und habe gesagt, dass ich nur noch waagerecht und senkrecht sowas mache und nie diagonal, weil es immer schief geht. Das Spiel, das sehr ungenau ist, gefühlt. Du kannst, wenn du A gedrückt hältst, kannst du schleichen und dich langsam eindrehen und so, und dann geht das. Ja, ja, klar, aber ich hab mich dann immer explizit so hingeschlichen oder gedreht, dass ich immer von gerade unten, gerade oben, gerade links oder gerade rechts stand, weil diagonal immer schief gegangen ist, gefühlt. Das ist nur triggernd gewesen. Wie sind diese Emojis jetzt? Kamojis, also die japanischen heißen Kamojis, weil die mit Katakana geschrieben werden. K-O-Moji, ne? K-A-Moji. Also zumindest kenne ich es so. Okay, weil wenn ich google, spuckt er mir K-O-Moji aus. K-Moji. Ja, führt er mich auch wieder auf K.O.-Moji. Also heißen die, glaube ich, K.O.-Moji. Okay, eine unendliche Liste. Natürlich. Rabbit. Okay, das ist... okay. Kopier ihn mir! Ich weiß, warum der nur eine 3 von 5 Sterne Bewertung hat. Also ich weiß halt nicht, ob das allgemeingültig ist oder nur von dieser Seite jetzt, aber das ist der offizielle K.O.-Moji von einem Hasen. Und ich erkenne legit weniger als bei deinem. Oh, er hat Schlappohren. Ich erkenne legit weniger als bei deinem. Der ist ja süß. Der sieht aus wie Miffy. Ich raff halt gar nicht.
Du musst Miffy denken. Ich hab keine Ahnung, was Miffy sein soll. Google nach Miffy. Du hast eine Ahnung. Jeder kennt Miffy. Ich hab grad Miffy Socken an, goddammit. Ich kann sie dir ja schicken. Okay, aber sehe ich, also. Das X ist diese klassische Miffy-Nase. Ja, was heißt Fan? Die sind halt niedlich und deshalb habe ich Miffy Socken an. Also, ich schwöre, wenn das jemand irgendwo hingepostet hätte und mich gefragt hätte, was das sein soll, ich hätte es im Leben nicht erraten. So, warte, ich zeig's dir. Ja, ich hatte mit Miffy schon gegoogelt, aber also sehe es halt trotzdem nicht aus diesem Emoji heraus. Naja, du hast halt, die Punkte sind die Augen und dann hast du die Whiskers neben den Augen und in der Mitte hast du die süße kleine Miffy-Schnauze. Ich bin immer noch viel zu überfordert mit dem. Also, nee, gleich und U und so. Ich find den süß. Ich hätte da nie im Leben einen Hasen erkannt. Ich find den süß. Könnte halt auch ein Hund sein, wenn wir ehrlich sind. Das ist irgendein Tier mit Schlappohren. Aber hast du jetzt gerade einfach parallel, während du ohne dass du aufgehört hast zu spielen, ein Foto von deinen Füßen gemacht? Ja. Wie? Was? Du hast doch die ganze Zeit weiter gespielt. Willst du mich verarschen? Magic. Naja, ich habe zwei Controller in der Hand und das Handy auf dem Schoß, was soll ich sagen? Ich Ultra Pro. Das macht mir Sorgen. Muss ich ins Feed-Wiki gucken? Gibt das schon Einträge? Ich glaube nicht. Aber ganz ehrlich, wenn sich damit Geld verdienen lassen würde, also über die Memes hinaus, I would. Ganz ehrlich, wenn ihnen das so viel wert ist. Ich find's weird, aber ich kingshame auch nicht. Auch das ist korrekt. Mono, auch das ist korrekt. Den Sackträger haben wir noch nicht ausgestellt. Die Wespe hingegen schon. Ha, reicht knapp. Können sie Haus abbezahlen. Das wollte ich eigentlich nicht. Wobei, ich könnte mir neue Frisuren holen. Was ist denn dir lieber, poppig oder cool? Poppig. Poppig. Ja, früher oder später machen wir das eh. So. Und schon haben wir das Haus abbezahlt.
Ha! Da guckt der Nook. Natürlich bauen wir auch sofort unser Haus aus, weil Kapitalismus. Nee, wir bleiben bei Blau. Das ist übrigens der Sprungstab. Sprungstab! Und eigentlich müssten wir jetzt ein bisschen für Nappy Boy an den Bäumen rumhaken. Damit er seinen Laden bauen kann. Das wäre auch noch wichtig für heute. Wir sind, glaube ich, ein bisschen schneller als das Spiel antizipiert. Aber das ist ja auch okay. Können wir schneller Stuff machen und so. Weil es dauert ja alles immer einen Tag, bis es geupdatet ist. Der.
habe so ein ungefähres Gefühl, wie ich die Insel am Ende gestalten will, aber es ist ein bisschen so ganz hundertprozentig sicher bin ich mir noch nicht. Gut, das wäre auch komisch. Naja, so grob. Also ich glaube tatsächlich, dass ich den Festplatz gerne in die Insel da in der Mitte stellen will. Ich glaube, das ist cute. Die ist random generiert immer zu einem Stück weit, die Insel, ja, ne? Ja, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so, also... Du kannst ja auch zwischen vier auswählen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so eine schlechte Insel hatte, in Anführungsstrichen, wo man eine Insel in der Insel hat. Das wollte ich aber, ich fand das cute. Ja, nee, von der, also für Stilgründe ist das ja auch sinnvoll, aber gameplay-technisch ist das ja ein Horror. Ja, finde ich nicht. Ich mag ehrlich gesagt auch sehr gerne, wenn viele Brücken auf so Inseln drauf sind. Ich finde die sehr niedlich. Ich finde es nur schade, dass die hübschere japanische Brücke so rot ist. Das passt irgendwie nicht. Ja, aber nicht Brücken, so in Brücken Vibe. Sind doch auch am Anfang voll teuer, oder nicht? So, da ja, braucht man doch irgendwie Geld ultra viel Holz und da. Also gefühlt schafft man irgendwie auch am Anfang. Ich weiß, ich habe, glaube ich, gegen Ende der einen Woche, die ich gespielt hatte, hatte ich, glaube ich, eine Brücke und hätte irgendwann bald eine zweite bauen können, aber... Ja, die anderen Brücken sind ja dann nur Geldfragen. Die erste Brücke ist, glaube ich, eine Holzfrage und die anderen sind dann immer nur Geld. Genau, aber auch nicht wenig Geld irgendwie. Ja, Geld schmelzt. Ah ja, da kommt der Kapitalist in der Hexe raus hier. Wenn man weiß, wie es Geld, kein Problem. Nicht in Animal Crossing zumindest. Ah ja. Anderswo nicht, aber... By the way, ich habe ja erzählt, dass ich heute schon eine Atomdebatte debunked habe. Jetzt schreibt er mich halt ernsthaft privat an. Ja. Also ich hab die ja nur debunked, weil die öffentlich war und jetzt will der mit mir privat per PN weiter debattieren. Ich glaube, es hackt. Warum das denn? Du, frag mich nicht. Wie denkt er denn, dass er sich überzeugen kann? Ja, bin mir nicht mal sicher, ob er mich irgendwie überhaupt überzeugen will oder einfach nur irgendwie auch echt keinen Plan hat. Also. Aber der hat halt irgendwie, weil bei uns ist ein grüner Kommunalpolitiker ist bei uns in der Community, bei mir in der Bubble. Okay. Und ja. Der hat halt einen riesen Absatz in unseren Gesellschaft, nennt er sich, Channel gepostet. Darüber, wie lustig das ist, dass jetzt alle bei dem Atomausstieg gegen die Grünen schimpfen und eigentlich alles was an Grünen-Bashing über die letzten 6 Monate stattgefunden hat, hat er sich so ein bisschen von der Seele geschrieben. Daraufhin kam halt einer von unseren absolut konservativen Volltrotteln in der Community und hat dann irgendwie so Sachen geschrieben, ja, also bei Thema Wind und Solar stimme ich dir voll zu, das Thema Vetternwirtschaft, was aktuell mit Habeck ist und so, ja, da sagt der Habeck ja selber, das ist ein Fehler gewesen. Den Fehler kann man jetzt ausbügeln und dann wäre das für mich auch kein Problem. Fehler darf man machen, wenn man sie korrigiert. Was halt lustig ist, weil selbst dieses Habeck-Thema ist lächerlich, weil das ist null Korruption gewesen. Ja, ich meine, die haben doch gar nichts davon bekommen an Geld oder so ein genau, Schmarrn. Es wurde eine Position dumm vergeben, weil dumm im Sinne von. Das war halt sehr leicht für Populisten, darauf aufzuspringen und da Vetternwirtschaft zu markieren und zu sagen, das war jetzt alles ganz schlimm. Aber es ist nichts Negatives daraus entstanden. Es wurde kein Geld weggeschoben, es wurden keine Aufträge irgendwie schlimm gemacht, sondern die meisten dieser Leute, die da kritisiert werden, von denen ja nur diese eine Position überhaupt kritisch ist, von der Vergabe her, die anderen sind von der Vergabe her nicht mal kritisch, auch wenn es irgendwie Bekannte von dem Staatssekretär sind, oder Familienangehörige, es ist nichts Negatives daraus entstanden. Gar nichts. Ja. So, deswegen ist es halt lustig, dass gerade ein konservativer CDU-Wähler bei uns dann da irgendwie meint, Fehler darf man machen, wenn man sie korrigiert. Ist halt am Zynismus nicht zu überbieten. Und dann hat der halt auch noch was zum Thema Atomausstieg geschrieben und meinte halt so, ja, ich war nie ein Fan von Atomkraft und deswegen fand ich das damals, den Ausstieg 2012 fand ich gut und
Es gibt irgendwie kleine AKW ohne Kühltürme, die jetzt in den Niederlanden ausprobiert werden. Das findet er grundsätzlich interessant, kennt sich aber damit überhaupt nicht aus. Ja, merkt man, ne? Um sich da final eine Meinung bilden zu wollen, aber er wollte sie einfach mal rein erwähnt haben, ne? Also er sagt dann selber, er kennt sich nicht aus, aber er hat einfach mal diese kleinen AKWs ohne Kühltürme erwähnt. Und dann auch in Klammern, nachdem er gesagt hat, er kann sich keine finale Meinung bilden, weil er keine Ahnung hat, diese Dinger vielleicht quasi als Sicherung für Solar- und Windausfälle. Was halt lustig ist, weil AKWs, auch kleine AKWs, sind Grundlast und können keine Schwankungen ausgleichen. Ja, eben, das ist doch dumm. Das weiß ja, man doch. Ja, das ist halt basic Wissen und dumm. Und dann hat er danach geschrieben, warum ich unsere AKWs hätte weiterlaufen lassen, Fragezeichen. Weil man bei deren Strommenge, weil man deren Strommenge bei der Kohle hätte einsparen können. Wir würden dadurch nicht viel früher aus der Kohle rauskommen, aber die Bilanz wäre ein Stück besser, denke ich. Auch hier zeigt er wieder, dass er eigentlich keine Ahnung hat. Genau. So. Und dann habe ich das halt alles debunked, wirklich komplett inhaltlich absolut auseinandergenommen. Die AKWs liefen schon mehrere Jahre über ihren Wartungszyklus und wären mit jedem weiteren Monat unsicherer geworden. Der Impact ist komplett übertrieben. Die machen gerade mal 6% am Gesamtstrommix aus, die AKWs. Das entspricht unserem aktuellen EEG-Ausbau und der aktuelle EEG-Ausbau ist zu langsam. Wir haben uns selber mehr vorgenommen, aber selbst bei unserem aktuellen EEG-Ausbau sind diese 6% innerhalb von wenigen Monaten durch den Zubau neuer erneuerbarer Energien ausgeglichen. Das heißt, in diesem Sommer schon werden wir das, was Ende April abgeschaltet wurde, kompensiert haben. AKWs waren nie geeignet, um Schwankungen abzufangen. Noch nie. Ja, das ist aber... Es handelt sich um den mit teuersten Strom, den du haben kannst, wenn du alle Folge- und Umweltkosten mit einbeziehst, was halt nie gemacht wird. Wir sind Netto-Strom-Exporteur. Wir brauchen AKWs nicht, um unseren Strombedarf zu decken, weil wir eh schon einen Überschuss ins Ausland exportieren. Unsere Flüsse können AKWs gar nicht mehr tragen, weil die haben jetzt schon im Winter Niedrigstände und im Sommer existieren diese Flüsse teilweise gar nicht mehr. Sprich, diese AKWs würden eh einen Bruchteil der Zeit nur laufen. Etc. pp. Also ich habe die gesamte inhaltlich komplett auseinandergenommen. Und darauf kam dann die populistische Ausflucht. Ja, eine ernste Diskussion ist jetzt eh durch. Letztes Jahr hatte man drei Alternativen. Abschalten, Streckbetrieb oder eine Verlängerung in neuen Brennstäben für 3 Jahre. Wenn mich nicht alles täuscht, wurden 2 der 3 AKWs über einen befristeten Streckbetrieb bis April 23 verlängert und jetzt eben abgeschaltet. Von daher ist eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt eine Diskussion reiner Populismus und führt zu nichts. Und das ist Populismus, weil diese Alternativen hat es nie gegeben. Und diese Diskussion war zu jedem Zeitpunkt Populismus. Denn erstmal hat er gar keine Ahnung, denn es wurden nicht 2 der 3 AKWs bis April 23 verlängert, sondern alle 3 AKWs. Emsland wurde auch verlängert. Und das war nämlich die gesamte Debatte, weswegen überhaupt Olaf Scholz von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hat im letzten Herbst, im letzten Oktober. Weil Habeck hat sich schon darauf geeinigt gehabt, nachdem Frankreich gesagt hat, ey, unsere AKWs laufen nicht, wir werden im Winter eventuell ein Stromproblem kriegen, weil wir unsere AKWs nicht zum Laufen kriegen, weil wir einfach zu wenig Regen haben. Ja. Und deshalb hat Habeck dann, obwohl er Anfang September gesagt hat, ey, diese zwei der drei AKWs, also nicht Emsland, aber die anderen beiden, Neckar-Westfalen oder so und Isar 2, die könnten wir in eine Einsatzreserve schicken. Das heißt, wir lassen sie nicht durchgehend laufen, aber wir halten sie so ready, dass wir sie im Zweifel zum Laufen bringen können, wenn wir sie theoretisch, falls eine Gasmangellage entsteht, weil Frankreich ganz viel Gas beziehen muss, um ihren Strom zu decken, dann könnten wir die Atomkraftwerke im Notfall hochfahren. Das war die Aussage von Habeck Anfang September. Ende September, und das ist jetzt ein Vorwurf, den er mir dann in der Diskussion gemacht hat, Habeck selbst hat aber im September 22 gesagt, Stand heute halte ich das für notwendig, bezogen auf den Streckbetrieb der beiden AKWs. Und dann habe ich gesagt, jo, das ist richtig. Anfang September hat er aber noch das Gegenteil gesagt. Und der Grund, warum er Ende September gesagt hat, dass ein Streckbetrieb notwendig ist, ist schlicht und ergreifend nur der, weil sich die Situation in Frankreich verschlimmert hat
und nicht aufgrund von Energiesicherheit in Deutschland, sondern aufgrund von Außenpolitik bzw. europäischer Solidarität gesagt wurde, wir schicken unsere AKWs in Streckbetrieb bis 2 von 3, bis Ende April 23, um den Strom nach Frankreich zu exportieren, damit die keine Stromprobleme kriegen. Also das hatte nichts mit unserer eigenen Energieversorgung zu tun, sondern schlicht und ergreifend nur mit der aus Frankreich. Weil für uns hätten wir die nur in einer Reserve gebraucht und nicht im Streckbetrieb. So, und das ist aber Ende September gewesen. Es hat trotzdem noch bis Mitte Oktober gedauert, bis Scholz eben dieses Machtwort gesprochen hat, bei dem er sich wie immer auf Seite der FDP geschlagen hat. Und das war nur, weil die FDP auf Krampf, und das war der Vorwurf, den ich gemacht habe, dass das alles, dass diese gesamte Debatte von Beginn an eine Scheindebatte war und es nie Alternativen gab, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, sondern selbst dieser Kompromiss durch das Machtwort von Scholz am Ende eigentlich nur Klientelpolitik von der FDP und Populismus bzw. Wahlkampf von der CDU war. Und das liegt daran, dass die FDP sich von Ende September bis Mitte Oktober auf Krampf gewollt hat, dass eben das AKW Emsland auch noch weitergelaufen lassen wird. Obwohl das überhaupt, selbst nach den eigenen Gutachten der Regierung, die haben einen Stresstest gemacht und dieser Stresstest hat gesagt, wir brauchen Emsland nicht. Das ist unnötig. Und es ist nicht sicher, weil da wurden schon mal irgendwie Risse gefunden. Also es ist noch sicher genug, theoretisch so, aber das ist unsicherer als die anderen beiden. Und das hat auch eigentlich gar nicht genug Brennstäbe mehr vorhanden, um bis April zu laufen. Da müssten wir also im Zweifel noch was nachschieben. Und das waren alles Gründe, die gegen Emsland gesprochen haben. Am Ende lief Emsland weiter, nur aufgrund dessen, dass die FDP Klientelpolitik gemacht hat, beziehungsweise die CDU hat Wahlkampf betrieben, weil Anfang Oktober war eben diese Landtagswahl in Niedersachsen und dieses AKW Emsland steht in Niedersachsen und die CDU hat quasi den Grünen vorgeworfen, dass das AKW in Niedersachsen nur deshalb nicht weitergelaufen lassen würde, um Wahlkampf zu betreiben, damit sie mehr Stimmen bekommen bei der Wahl, weil man ja das AKW in der eigenen Region abgeschaltet hat. Was halt völliger Bullshit war alles und das habe ich halt komplett debunked und alles und widerlegt und daraufhin kam jetzt von ihm öffentlich nichts mehr und ja. Jetzt schreibt er mich halt privat an und fragt nochmal so, damit ich nichts missverstehe, hat mir alle die Punkte, die ich debunked habe, nochmal als Gründe aufgelistet, warum ich glaube, dass das Weiterlaufen von 3 AKWs keine Alternative sei. Ja, und? Ja, und das halt, alleine, dass er mich damit jetzt privat anschreibt, denke ich mir halt, hä? Ja, ich hab dich öffentlich komplett auseinandergenommen und ich habe ihn öffentlich, lustigerweise, weil es mehrmals auch schon vom Admin, also von dem Streamer, von dem wir ja Mod sind, in dem Fall, hat ihn persönlich mehrmals schon darauf hingewiesen in den letzten Wochen und Monaten, dass er mit populistischen und ziemlich ekelhaften Diskussionstaktiken arbeitet. Sowas wie Ad hominem und sowas. Da gab es ja dieses tolle Video vom Parabelritter, wo diese ganzen tollen Begriffe, diese lateinischen, alle erklärt worden sind. Ja, und danach hat er genau die benutzt für seine Videos. Das war sehr lustig. Der Typ ist so dumm. Solche Taktiken hat der halt auch schon mehrmals angewandt. Wobei ich mir nicht mal sicher bin, dass er das mit Absicht Wäre das eigentlich auch Aktivismus, einfach dieses Video zu nehmen? Sich alle rauszuschreiben und unter jedes Parabelritter-Video die Diskussionsgrundlage einfach mit Minutenangabe aufzumachen. Nee, ich glaube halt, dass er in seinen Videos, das tatsächlich zumindest in denen, die nicht Meinungsvideos sind, die deklariert er ja extra, in alles, was nicht Meinungsvideos sind, da achtet er, glaube ich, tatsächlich innerhalb der Videos zumindest schon sehr drauf, dass das einigermaßen nicht damit arbeitet. Da könnte ich mir vorstellen, findest du nicht so viel. Das Problem ist ja alles, was er auf Social Media oder auf seinen Twitch-Streams oder so äußert. So. Ja, aber die Meinungsvideos sollten doch hoffentlich auch ordentliche Argumente bringen. Was sind das sonst für Videos? Nee, weil es sind ja nur Meinungen. Das ist ja, bei Meinungen darf man mit falschen Argumenten kommen, ja? Du darfst Meinungen, das ist ja dieser heftige Bailout, dass du mit Meinungen machen darfst, was du willst.
Deswegen deklariert er da ja auch immer sehr separat Meinungsvideos. Dass das Hogwarts Legacy Video dumm war, das weiß er ja selber. Und deswegen ist er ja so ultra butthurt, weil Leute ihn dafür outgecallt haben. Also weil Leute genau das gemacht haben. Nicht unbedingt mit dem speziellen lateinischen Begriff, aber Leute haben ihn ja für seinen Bullshit outgecallt. Und das ist ja der Grund, warum dieser absolute Ha-Sohn, was man nicht mehr sagen sollte, legit ja jetzt dieses Hogwarts Legacy Ding in die Farbenwurst-Sache mit reingezogen hat bei seinem Meme. Das ist nichts anderes als ultra butthurtness, dass Leute ihn für seinen Bullshit outgecallt haben. Ja. That being said, wie gesagt, es geht hauptsächlich darum, dass der bei uns da schon mehrmals solche populistischen und beschissenen Taktiken angewandt hat. GG, gut gemacht. Danke. Und dass quasi ihn unser Chef quasi da auch schon für out gecallt hat. Mehrfach. Und was ich jetzt gemacht habe, weil ich glaube nicht mal unbedingt, dass das böse ist. Ich glaube nicht mal, dass das Absicht ist. Ich glaube, dass das einfach selber zu viel durch diese Manipulation, die CDU und so betreiben, dass ne, der glaubt das halt wirklich. Deswegen macht er das gar nicht mit Absicht, sondern unterbewusst. Deswegen habe ich ihm quasi, nachdem ich das alles outgecallt habe und debunked habe, habe ich ihn nochmal explizit geschrieben, nur nochmal so, weil ich dir keine Absicht unterstellen mag, aber du schon öfter darauf hingewiesen wurdest, du hast in diesem Absatz hier zwei Stellen, die einfach sehr unangenehme Debate-Bro-artige, beziehungsweise populistisch-polemische Diskussionsstrategien ohne Inhalt sind. Er hat mir nämlich einmal vorgeworfen, natürlich gab es drei Alternativen, sonst wäre keine Diskussion entstanden. Was ja ein logischer Fehlschluss ist. Gibt's nie. Weil um eine Diskussion zu entstehen zu lassen oder zu starten, brauchst du keine drei validen Alternativen. Sondern du kannst deine Diskussion aus komplettem Nichts entstehen lassen. Es gibt lassen. Eine Diskussion darüber, ob wir den Klimawandel bekämpfen sollten. Es gibt keine Alternative. Ja. Also das ist ja schon mal, das ist ein offensichtlicher Fehlschluss. Ich glaube in dem Video von Parabelritter, ich hatte mir das versucht anzugucken, damit ich irgendwie ich wollte rausfinden, was das ist und ihm die genauen Sachen vorwerfen, aber das ist mir auch zu hoch und zu dumm, deswegen, ich glaube, das wäre ich weiß gar nicht mehr, das war das eine von den Sachen, die war irgendwie nicht lateinisch und ich glaube, das wäre das gewesen. Und das andere, was er mir dann vorgeworfen hat, ob die Verlängerung mit neuen Brennstäben eine gute Alternative gewesen wäre, darüber lässt sich sicher streiten. Nur weil dir eine Alternative nicht gefällt, heißt es nicht, dass es die nicht gab. Um mich geht's aber gar nicht und nicht um meine Meinung. Es geht grundsätzlich nicht um Meinung, sondern es geht darum, dass de facto von den vorliegenden Fakten her, dass keine Alternative, keine sinnvolle Alternative ist, weil alle positiven Aspekte von Kernkraft weiterlaufen lassen, mehr Energie durch erneuerbare Energien kompensiert werden können und es sehr, sehr viele Nachteile bzw. Hürden gibt, wie Sicherheit, wie wir haben zu wenig Wasser etc. Endlager. Das heißt, es ist de facto keine Alternative. Und das hat nichts mit meiner Meinung zu tun. Und er aber gesagt hat, nur weil dir eine Alternative nicht gefällt, heißt es nicht, dass es sie nicht gab. Und für diese beiden Shitpunkte habe ich ihn halt nochmal speziell outgecallt. Und dass er da halt jetzt halt nicht öffentlich drauf antwortet und stattdessen halt zu mir in den PNs leitet, um mich zu fragen, wie ich denn das irgendwie gemeint hätte mit den ganzen Fakten über AKWs, damit er sich jetzt eine Meinung bilden kann, finde ich halt wild. Weil das, was einzige, was eigentlich alle in der Community von ihm fordern in den letzten Wochen und Monaten ist, dass er halt auch mal, wenn er gute Gegenargumente bekommt, Einsicht zeigt und sagt, hey, stimmt, das könnte man so sehen oder da habe ich nicht alle Infos gehabt, etc. pp. Und quasi auch mal ne, zugibt, dass es einfach die Sachen, diese populistischen CDU-Sachen, die er irgendwie versucht auf Krampf zu verteidigen, dass die halt einfach Bullshit sind. Und das tut er nicht. Jedes Mal, wenn er für irgendwelchen Bullshit outgecallt wird, findet entweder eine Silencing statt, also es kommt quasi nichts, oder er sagt, nee, diese Kritik nehme ich nicht an, das sehe ich nicht so und geht auf agree to disagree oder so ein Bullshit. Und das ist halt der Grund, warum der halt sowieso seit mehreren Wochen spätestens intern in dem gesamten Mob-Bereich auf der Abschussliste steht quasi so. Also wenn er halt noch einmal irgendwie sich irgendwas Heftigeres zu Schulden kommen lässt,
oder einfach uns zu sehr auf die Nerven geht, dann fliegt er halt so. Weil das, ja, klar. Hat einfach kein, war da, hat einfach auch keiner Bock drauf. Letztens hatten wir so eine Debatte über Generationskonflikt oder Generationskritik, wo gesagt wurde, dass die gesamte, also dass unsere gesamten Eltern und Großeltern halt jetzt einfach als quasi die Arschlöcher dastehen, was ja logisch ist, weil sie die den ganzen Shit, weil sie den ganzen Shit zu verantworten haben. Ja. Und dann kommt er halt mit, da ging es um diese Aussage von Boris Palmer, die er letztens wieder zum N-Wort getätigt hatte. Und dann kommt er halt mit, ja, aber unsere Eltern oder Großeltern und auch meine Generation waren doch nicht per se schlechte Menschen, weil sie das N-Wort genutzt haben. Was? Ja doch. Hat er, er hat ernsthaft die Geschichte verharmlost? Wow. Nein, also er hat es in dem Kontext gemacht und dann gesagt quasi, man wusste es damals ja nicht besser und tatsächlich wurde es einem früher mehr oder weniger genauso beigebracht, dass man das so sagen darf. Das waren einfach fehlende Informationen. Gleiches zum Beispiel bei dem Wort, was für Inuits benutzt wurde. Da hat es auch länger gebraucht. Eskimos, meinst du, oder? Ja, sollte man nicht sagen halt. Aber da hat es auch länger gebraucht, bis sich quasi Inuit verbreitet hat. Und grundsätzlich kann man das ja nach. Aber grundsätzlich war, kann ich. War Eskimo ja, nicht sogar okay? Ist Eskimo nicht nur einfach ein anderer Stamm? Nee. Also es ist nicht okay, weil es eben. Als Allgemeinbezeichnung sowieso schon mal gar nicht. Ja, klar. Weil selbst wenn es ein einzelner Stamm wäre, ist das so wie. Wenn du. Ich glaube, dieses. Ja, was man auch nicht mehr sagen sollte, diese Hautfarbe, die mit Indianern assoziiert wird, wenn man die so genannt hat, ich glaube, da gab es auch einen Stamm, der quasi übersetzt so hieß wie diese Hautfarbe oder wie man diese Farbe und die Haut benennt. Das war halt als Allgemeinbezeichnung und dadurch halt sowieso einfach ein No-Go. Ja, okay. Von dem her, also Eskimo, weiß ich, ist definitiv nicht okay gewesen. Und grundsätzlich kann ich das sogar nachvollziehen, diese Sichtweise. Also ich verstehe das, dass man sagt, ey, die wussten es nicht besser und das waren fehlende Informationen und das hat einfach gedauert, bis sich das umgesetzt hat. Das ändert aber nichts an der geschichtlichen Perspektive, dass die Leute, die dann es besser wissen, darauf zurückgucken und sagen, waren das auch waren scheiße. So, die waren scheiße, weil die haben, ne, die haben das ja nicht nur, die waren ja nicht nur scheiße, weil sie das gesagt haben, sondern weil mit diesem Gesagten einhergegangen ist, dass Menschen schlechter behandelt wurden. So, und das ist ja einfach Fakt. Genauso wie auch das, ne, dass spätestens seit den 70ern es auch keine Ausrede mehr für die breite Gesellschaft gab, nichts gegen den Klimawandel zu tun, weil spätestens mit dem Club of Rome war das ein in der Mitte der Gesellschaft angekommenes Thema. Es wurde dann nur ignoriert, kleingeredet und verdrängt. Und das ist, dafür kann man diesen Generationen einen absoluten Vorwurf machen. Und da haben wir da irgendwie so ein bisschen hin und her debattiert und am Ende hat er dann irgendwie einfach nur geschrieben, ich bin völlig anderer Meinung und nehme diese Generationenkritik auch nicht an. Und dafür war das, damit war das Thema für ihn durch so. Und das ist halt genau dieses Jahr. Also man diskutiert etwas, man bringt Argumente vor, man bringt Inhalte vor und wenn es keine Möglichkeit gibt mehr, aus diesen Inhalten irgendwie zu flüchten, kommt einfach ein, ja, okay, ich sehe das aber anders. Lasst mich in Ruhe. Und darauf hat einfach keiner mehr Bock. Es hat einfach keiner mehr Bock auf die Scheiße. Ist uncool, ja. Kann man schwer anders sagen. Ich finde, das ist lustig, weil
Ich kenne das, aber solche Leute merken dann nicht, dass sie andere Leute auf den Schlips treten, dass sie komische Leute sind. Ja, zumal, also, das hat ja nicht mal was mit auf den Schlips treten zu tun, sondern solche Leute sind ja straight up das Problem, warum wir an dem Punkt sind, wo wir sind. Diese schlicht und ergreifende Nicht-Einsicht, Fehler zu begehen. Ja. Das ist ja genau der Unterschied zu Progressivität. So, ey, scheiße, da habe ich einen Fehler gemacht, sehe ich ein, cool. Was lustig genau ist, weil das doch das ist, was er will von Politikern und so, oder? Ja, also brauchen wir über alles nicht drüber reden. So, es ist halt nur dumm. Und das ist genau dasselbe jetzt auch in der gesamten Dramathematik die letzten Tage gewesen. Dass halt legit diese ekelhafte Casino und andere Bubbles versucht haben, auf Krampf dieser progressiven Twitch-Bubble, die allen voran natürlich so Hand of Blood und Co., die Bonja und viele andere umfasst und sich mit mehreren anderen Bubbles auch noch überschneidet, was ja auch schon lustig ist, weil das ist ja nicht eine Bubble, sondern das sind ja in sich schon mehrere, die zwar miteinander zu tun haben, aber halt nicht alle miteinander zu tun haben, ja, und nicht alle zusammengehören. Genau, die gehören ja nicht alle zusammen, sondern das selbst sind in sich mehrere kleine Bubbles und die werden trotzdem als eine große Bubble dargestellt, wo halt versucht wird, weil man aus dieser Richtung früher mal Kritik abbekommen hat, die man nicht eingesehen hat, wo man eigene Fehler nicht eingestanden hat, jetzt versucht, den Strick draus zu drehen, weil man angeblich, was völliger Bullshit ist, jetzt bei einem Fehler aus den eigenen Reihen das genauso machen würde und auch Fehler nicht einsehen würde. Ja, aber was halt völliger Bullshit ist. Ja, eben, selbst Blesk sieht ja komplett ein, dass er einen Fehler gemacht hat. Naja. Ja, ne, da könnte man jetzt noch argumentieren, yo, inwiefern ist das überhaupt hilfreich oder inwiefern ändert das etwas, wenn der Täter im Nachhinein eine Einsicht hat? So, das ist ja nochmal eine komplette... 100%? Ja, pass auf, dass das was bringt, ist logisch. Mir ging es nur darum festzustellen, dass es eine komplett getrennte Debatte ist von diesem... Was andere damit machen. Und es wurde ja trotzdem sich distanziert von, ich glaube, nahezu allen Beteiligten. Ich glaube, keiner, der jetzt gesagt hat, trotz seines Statements, dass das im Moment okay ist für die, mit denen irgendwas zu machen. Es wurde auch kritisiert. Es wurde halt nur auf den Wunsch des Opfers Rücksicht genommen, das halt nicht zu einem riesigen Thema aufzublasen, weil... alle Beteiligten, auch hauptsächlich die beiden direkt Beteiligten, cool damit waren, dass das jetzt nicht unbedingt super ultra negative Konsequenzen hat, sondern es ging nur darum, dass sie sich das von der Seele schreiben konnte. Und das halt, ist halt einfach ekelhaft gewesen, das, was da gemacht wurde. Es ist straight up ekelhaft. Und das halt genau, ne, das kann man genau darauf zurückführen, weil das sind genau dieselben Menschen. Das sind die Menschen, die selber nicht einsehen, wenn sie Fehler machen und dann versuchen, das bei anderen, die eben ihre Fehler einsehen, outzucallen. Ja, das ist immer das, was deine schlimmsten Fehler ständig bei anderen am meisten. Genau. Ich meine, wenn es kann jetzt durchaus sein, das ist nicht im Bereich des Unmöglichen, dass Vlesks Karriere dann ist, dass die sich auch nicht recovert. Das ist eine Possibility. Und der Grund dafür ist im Zweifel nur der, dass er eben progressiv ist und zu diesen Fehlern steht und die einsieht, weil er sie verbessern möchte. Ähnlich wie bei Finn Kliemann. Wenn Vlesk das ignoriert hätte und einfach weitergemacht hätte und getan hätte, wie er will und ne, jetzt vielleicht nicht unbedingt genau in dieser Bubble aktiv gewesen wäre wahrscheinlich nichts passiert. Dann wäre einfach alles so weitergegangen wie zuvor. Es trifft im Zweifel immer nur die, die selber es auch zulassen, weil sie eben selber progressiv sind. Ja. Das ist schon hart und cool. Jetzt haben wir es aber gleich schon 20 nach 1. Wann wolltest du denn, Ja, lass mich noch ein bisschen machen. Du, ich bin auch völlig cool mit,
New Horizon. Animal Crossing. Meine Güte, warum fiel mir das Wort nicht ein? Ich bin auch mit Animal Crossing völlig fein. Aber inzwischen ist Mono ja auch da. Und? Von daher könnte es ja auch mit Dingens weitergehen. Wir alle wollen sicherlich auch Lady Anne sehen. Ihr Sims, ihr Verdammten. Bitte was? Benutzt du Sim gerade als Schimpfwort? Manchmal, ja. Sim sein ist etwas Positives. Ich weiß ja nicht. Ob Lady Anne das auch so sieht. Ich bin halt nur fürs Meme Lady Anne, weil ist ja nicht mein Favorite, aber fürs Meme dein Favorite? Bin ich da immer. Wird noch kommen, wird noch kommen. Wirst du wahrscheinlich mitkriegen, sag ich. Nee, sie will literally keine Sims, Mono, vertrau mir da. Sie heißt literally Lady Sims. Sie heißt nicht Sims. Sie heißt nicht Lady Anne. Mona nennt sie Lady Anne. Du recht. Es ist ihr tatsächlich unangenehm. Und sie will auch keine Sims. Potato, Potato. Bin ich bei Mono, muss ich gestehen. Ich finde es ungut, jemanden was anzutun, was er selbst nicht will. Und Lady Anne ist es relativ offensichtlich unangenehm. Also bisher, zum jetzigen Zeitpunkt, bisher wissen wir das kennen wir das noch nicht so viel von, das stimmt. Genau. Aber ich bin mir sicher, da du ja offensichtlich auch ein bisschen was von Persona mitbekommen hast, dass du dir auch bewusst bist, dass sie das nicht so geil findet. Ich bin gespannt, also ich könnte es jetzt nicht mehr recallen, weil es einfach schon zu lange her ist. Aber ich bin gespannt, ob du immerhin weiterkommen wirst als das letzte Let's Play, das ich... Und das Einzige, das ich mir dazu angesehen habe, das war nämlich, glaube ich, damals das von Gregor. Und das habe ich, glaube ich, entweder, weil es nur so weit ging und dann abgebrochen wurde, oder weil ich dann irgendwann verpennt habe, irgendwie, glaube ich, nur bis zu diesem Ägypten-Dungeon mitbekommen. Ich glaube, das war alles, was ich vom Spiel gesehen habe. Der Rest ist mir literally komplett unbekannt. Und das ist, glaube ich, gerade mal Halbzeit oder so. Also ja. Das ist halt nicht viel vom Spiel. So, eigentlich bräuchten wir jetzt nur noch ein bisschen Metall für den Laden vom kleinen Nepp. Was ist denn eigentlich die andere doppelte Quest am Anfang noch? Welche doppelte Quest? Ne, du hattest ganz links noch eine, die du fast fertig hattest, die noch doppelte Punkte gegeben hat. Muscheln verkaufen. Achso. Na gut, davon hast du jetzt grundsätzlich schon so wenig gefunden. Da hättest du auch schon fertig sein können, war unlucky. Ich behalte die halt gerne wegen der nächsten Level. Aber ich kann auch theoretisch noch ein paar verkaufen. Mir sind die Meilen nicht ganz so wichtig, wie dass ich die nächsten Level auch nicht durchbekomme. Die kriegst du dann wahrscheinlich auch von Dingens, ne? Ja, ja. Die Rezepte nur. Ja, klar. Aber... Die haben dann halt... Also Thomas, es gibt, glaube ich, auch wie hieß er? Johannes ist das. Johannes. Aber es gibt auch ein paar, die die bekommst du. Also es gibt ein paar Muschelmöbel noch direkt. Die bekommst du von so Strandrezepten. Apropos Strandrezepte, wir haben heute noch nicht alle Strandrezepte gefunden, glaube ich. Wie findet man die? Die liegen am Strand in der Flasche. Ach so, okay, das meinst du. Ja, okay. Ich war kurz. Ich dachte, Rezepte für den Strand. Nicht vom Strand. Deswegen war ich kurz verwirrt. Same, same, but different.
Schon different. Jedes Rezept ist für den Strand, wenn du es nur hinstellst. Ja, aber es gibt ja nun mal Sachen, die deutlich mehr Sinn am Strand machen als nicht. Ja, gut. Mono hat dir übrigens jetzt nochmal Zeit erkauft. Ohne Mono macht ja gar keinen Sinn, Lady Anne zu besuchen. Sehr gut, dann gehen wir dann einfach gleich auf die andere Insel mit ein bisschen frischem Werkzeug, um uns Eisen zu klauen. Den Schmetterling haben wir noch nicht. Aber ich habe auch gerade keinen. Ich habe auch gerade keinen Kescher. Das ist natürlich bitter. Das ist okay. Kannst ja am Anfang eh nicht alle haben. Gehen sie ja so über Jahreszeiten. Ja. Weiß nicht. Bei den Fischen ist es ein bisschen anstrengender als bei den Insekten, finde ich. Wobei bei den Insekten ja das mit den Taranteln ist. Das ist auch sehr anstrengend. Ich bin kein Tarantel-Fan. Nicht? Nee. Dinger sind ein bisschen nervig. Verstehe ich. Pieksen dich und dann bist du tot. Oh, das ist nur ein Geldstein, das ist schade. Nee. Aber ich höre es schon wieder. Ich höre schon wieder zischen. Oh, noch mehr Geld, yay. Naja, gut. Nehmen wir halt mit. Moment, sein muss. Sieh, das meine ich mit, wenn du halt dein Geld halbwegs managst und es immer ein bisschen beiseite legst, ist das kein Problem eigentlich. Kriegst ja tatsächlich auch Zinsen. Animal Crossing ist ja ein Wunderland. Wo du Prozente auf dein Gespartes bekommst. So. How does that work? Aber Zinsen sind der Grund für allen Übel. Hier nicht. Ja, doch schon, nur wahrscheinlich beuten wir alles außerhalb unserer Insel aus, das wir nicht mitkriegen. Das kann sein. Ich meine, es ist Tom Nook. Eben. So. Sicherheitshalber kaufen wir einfach noch eine Axt. Und noch eine Schaufel. Und dann verkaufen wir auch schnell, was wir im Inventar haben, und dann gehen wir Ich habe ja auch mal potenziell überlegt, ob ich Animal Crossing noch mal in der Form ernsthaft anfange mit Switch-Zeiten umstellen, damit man es vernünftig spielen kann. Aber ich glaube, dann kann man halt nicht mehr online spielen grundsätzlich. Deswegen bin ich da so ein bisschen vorbehaltig. Ja, du kannst ja in die Vergangenheit, du musst ja nur dann zum richtigen Datum zurückkommen. Aber das geht dann nicht wieder alles weg? Nö. Ich dachte, wenn man das wieder zurückstellen würde, würde das irgendwie quasi automatisch wieder löschen. Außerdem kannst du es ja in der Vergangenheit anfangen. Wenn dir das, wenn ja die Kontinuität wichtig ist.
du überwucherst halt, wenn du zurückstellst, glaube ich, überwucherst du automatisch alles mit Unkraut. Richtig heftig. Aber genau, ich meine, irgendwas, ich wollte sagen, irgendeinen negativen Effekt hatte das auf jeden Fall, meine ich. Aber das, wenn man das, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber die Sachen gehen dann auch nicht kaputt oder so? Nö. Oder die Bewohner liefen oder sowas? Irgendwie hätte ich gedacht. Die sind unerfreut darüber, aber. Das passiert auch, wenn du lange nicht da bist. Ja, ich glaube, es passiert nur, weil man lange nicht da ist, weil dieses in die Vergangenheit stellen einfach nur einen sehr, sehr weit in die Zukunft springen, bis zu dem Moment, wo die Switch das Datum der Zukunft nicht weiter berechnen kann und dann hinten wieder anfängt, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann in die Vergangenheit hin willst. Deswegen, also, ich glaube, das zählt nicht als rückwärts, sondern als so weit vorwärts, bis es hinten wieder anfängt und dann immer noch vorwärts geht. Deswegen ist es quasi einfach ein eine Trillion Jahre in die Zukunft reisen gefühlt. Ich glaube zumindest, das ist die technische Erklärung dahinter. Ja, also kann man machen. Und ich weiß nicht, ob das ohne das Umstellen auch geht, weil es gibt zumindest ein paar Städte, die profitieren ja davon, optisch in einer bestimmten Season zu leben. Wobei, ich glaube, das wird dann mit dem Traumding gemacht. Du kannst das Traumding ja einfach nicht updaten, wenn du in der Season stecken bleiben möchtest. Aber man kann theoretisch die Season trotzdem verändern? Oder verändert die sich automatisch mit dem Datum? Die verändert sich automatisch mit dem Datum. Aber die Events nicht, oder so, ne? Doch, die Events auch. Okay, die Events sind auch auf jeden Fall an das Datum gebunden. Ja. Ja, auf jeden Fall. Oh, deine erste Tour. Ach, Udo. Ha, ich kann Blumen klauen. Das ist wichtig. Wichtig und? Richtig. Don't mind me if I do. Gut, das Wichtigste ist ja eh erstmal, dass du dein großes Inventar hattest, weil ansonsten hättest du hier nicht so viel mitnehmen können. Ja. Andererseits brauche ich auch größtenteils Metall, was mir hoffentlich diese Steine hier geben werden. Bis jetzt sieht's nicht so gut aus für mich. Nun. Summer. Unglücklich, würde ich sagen. Ja, da haben wir noch ein paar Steine. Den da zum Beispiel. Hast ein Glück, dass du einen Sprungstab hast. Ja, ja, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Wenn du jetzt noch so einen Werkzeugring hättest, ne? Warum? Der bringt mir doch gar nichts. Ja, dann müsstest du nicht ständig ins Menü. Muss ich so auch nicht. Ich kann theoretisch mit den Pfeiltasten durchwechseln. Guck. Ist das, ich habe das gestern auch schon gesehen. Ich habe das legit nicht gescheckt. Ist das irgendeine Tryhard-Taktik, dieses irgendwie sich so eine Ecke zu schaffen? Du kommst sonst, du kriegst sonst nicht alle raus. Ja. Inwiefern kriegt man nicht alle raus? Weil du, wenn du, sonst hast du eine begrenzte Anzahl, die du schlagen würdest, und weil du einen Rückstoß hast, kommst du davon weg und kannst nicht hintereinander schlagen und dann kriegst du nicht alle, die du rausbekommen könntest aus dem. Ach, gar nicht? Also auch, also, du könntest nicht einfach, wenn du durch den Rückstoß weg bist, wieder ranlaufen und weiterhauen? Also ich weiß nicht, ob das geht, aber ich habe noch niemanden gesehen, der das so geschafft hat, dass er die maximale Anzahl bekommen hat. Aha.
so. Ich glaube, ist mir nie, also kann ich mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich das damals gemacht hätte. Okay, du bist niedlich. Es heißt Quiki. Ja. Das ist ja der perfekte Name. Ja, du bist süß. Okay. Party mit Glitter und Lasershow. Alles klar. Ich sag mal so, der Hut und die Kleidung generell hätte jetzt nicht unbedingt gerade für mich auf Party und Laser und Glitter geschlossen, aber... Oh, wir bekommen unsere nächste Bewohnerin. Na? Sie sieht auch aus wie ein Schnuffel. Ja, und sie will Glitter- und Laserpartys. Und ich sag mal so, wer sagt Glitter- und Laserpartys? Nein. Ja. Kenne ich niemanden. Selbst Sun nicht. Selbst Sun nicht, ja. Also wenn selbst Sun zu Glitter- und Laserpartys Nein sagt. Nicht nein, sag mal. Also ja, das ist der Tryhard-Taktik. Ja, du solltest sie auch machen, wenn du nochmal anfängst zu spielen. Ich hab's halt einfach noch nie gesehen. Also, was heißt noch nie gesehen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das schon mal gesehen hätte oder selber gemacht hätte. Kannst halt auch was dahinstellen. Das habe ich ja am Anfang gemacht, als ich noch keine Schaufel hatte. Ja, ja, genau. Da hast du ja deine Boxen dahin geschoben. Genau. Weil gleich siehst du, dass ich Rückstoß bekomme. Ja, ja, klar. Ich dachte nur... Ah, also fuck. Und jetzt stand ich nicht richtig, siehst du? Und jetzt kriege ich den Stuff nicht, weil ich mich nicht richtig... Siehst du, und jetzt hört es ab dem auf. 5. Weil ich nicht genug geschlagen habe, ja. Weil okay, das ist also ein zeitlicher Counter, kein Schlag-Counter. Ich dachte halt immer, das ist ein Schlag-Counter. Und nein. Wenn alle Felder quasi bis auf das, wo man steht, voll sind, das ist eh die maximale Anzahl. Aber ich dachte quasi, wenn man das einfach auch zwischendurch aufsammelt oder 2 Minuten später wiederkommt, dass es immer irgendwie 7 nope. Schläge oder was das denn drinne ist. Nope. The more you know. So, wie viel haben wir jetzt bekommen? 5 nur. Schade. Wollen wir noch ein bisschen Holz holen? Komm, warum nicht? Holz und Kokosnüsse. Ich finde es schade, dass es in Animal Crossing keine Bananen gibt, muss ich sagen. Ich hätte gerne Bananen. So ein bisschen Palmenvarietät einfach nur. Macht übrigens auch gar keinen Sinn, dass... Nein. Warum? Macht übrigens auch gar keinen Sinn, dass das Holz aus Palmen rauskommt, weil Palmen geben dir kein Holz. Ja, aber... Ich glaube, das gibt's ist in so gut wie keinem Spiel, das ich kenne, realistisch dargestellt. Aber, also warum gibt's denn, verstehe ich nicht, warum gibt's denn keine Bananen? Ich weiß es nicht. Es gibt halt irgendwie legit alles, aber keine Bananen. Das ist irgendwie so random choice irgendwie. Mal sehen, was drin ist. Eine Baumruine. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was eine Baumruine ist. Ich habe mich gefragt gerade. Ja, dasselbe gefragt ein eigentlich. Ein toter Baum, basically. Okay. Der Baum ist einfach als Deko, oder was? Ja, ja. Ah ja, okay. Halloween kann kommen. Ja, du, ist noch ein bisschen früh, aber... Immer besser vorzusorgen. Man kann ja nie früh genug anfangen, ja. Ich meine, wenn im September auch schon Weihnachten anfangen kann, dann kann man auch im Mai schon Halloween anfangen. Das theoretisch könnte ich auch die ganze logisch. Palme umpflanzen, natürlich, aber es macht mehr Sinn, inventartechnisch das nicht zu tun. Inwiefern meinst du?
Naja, wenn ich jetzt Obst esse und den Baum ausgrabe mit der Schaufel, kann ich den ganzen Baum mitnehmen. Ja. Dann muss ich nicht warten, bis er von alleine wächst. Ach so, weil aber du ich kann jetzt nur quasi mit den Kokosnüssen könntest du eine pflanzen. Genau. Quasi. Aber da sich ja, die Kokosnüsse macht stapeln, macht das mehr ja. Sinn. Das ist ja einfach normale Logik. Das hätte ich auch, also ich hätte auch nie so eine Palme mitgenommen, wenn man sie ja durch die Kokosnüsse pflanzen kann. Ja, wenn man faul ist und lieber schnelle Sachen haben will, macht das schon Sinn. Ja, aber dadurch skalierst du ja nicht so gut. Ah ja, da kommt der Kapitalist aber raus. Ah, Full Force. Ah fuck, jetzt habe ich das. Das ist unnötig. F. Ja, ist ja egal. Hab eh nicht so viel Platz. Stapeln die nicht auch? Nee, die ausgegrabenen stapeln nie. Ah. Ja. Nee. Ich sag ja, Diagonal ist immer scheiße. Das Spiel ist so weird, was diagonale Sachen angeht. Ja, ist es. Du willst es aber auch auf Krampf diagonal machen. Ja, manchmal geht's nicht besser. Ach ja. Oh Gott, ich gehe mal parallel ein bisschen in meine Hexe rein. In deine Hexe rein, ja? Bonk! Nein. Bonk! Absolut nicht bonkwürdig. Bonk! Weil ich gehe ja rein in WoW, um sie zu leveln. Ja, ja. Du hast gesagt, du gehst in deine Hexe rein. Absolut gerechtfertigtes Bonk. In meine innere Hexe. Ja, ja. Noch mehr Bonk. Wieso, hallo? Die innere Hexe? Ja. Darf ich nicht meine innere Hexe channeln? Channeln? Ja, aber reingehen? Aber ist doch also so. Das ist ja, also... Ja, ja. Channeln bedeutet ja, ich muss mich ja in die Lage führen. Ja, ja. Ist Ausreden über Ausreden, ich verstehe schon. Also ich sehe hier, kritische Aussagen und fühle mich in der Identität meiner inneren Hexe beschädigt. Ja, das tut mir leid für deine innere Hexe. Ist aber frech. Ich finde die neuen Blumen übrigens sehr hübsch. Also, ich hatte die auch beim letzten Mal als Startpflanze. Ich mag die Anemonen sehr gerne. Sind sehr cute. Ja, vor allen Dingen, wenn man sie mit der Seeanemone kombiniert. Richtiger Boomer-Joke. Aber Mono ist doch gar nicht mehr da. Nicht jeder Mono, also jeder Mono-Joke ist automatisch ein Boomer-Joke, aber nicht jeder Boomer-Joke ist auch automatisch ein Mono-Joke. Das ist korrekt, ja. Aber ich bin sehr froh, dass wir ein niedliches Schweinchen für unsere Insel gefunden haben. Das ist mal sehr süß. Squeaky heißt. Ja, Name ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass es niedlich aussieht und sich möglichst niedlich verhält. Ja, aber wenn es dann auch noch einen niedlich passenden Namen hat, ist ja einfach Jackpot. Das stimmt natürlich. Nein, die Muschel wird wieder hingelegt. Dabei musst du sie doch verkaufen. Quatsch. So, reicht uns das? Ja, wir haben leider nur 5 Erz, aber gute Menge Holz, gute Menge Anemone. Oh, lass zurückfliegen. Ja, Mango Sorbet, bitte nach Hause.
By the way, gestern kam meine Kunsthaarpflegeprodukte sowie der Kamm an. Es fehlt aktuell tatsächlich eigentlich nur noch der Rucksack. Der soll eigentlich, I guess, heute ist glaube ich der erste Tag, wo er kommen könnte. Aha. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Wann kriegen wir das volle Cosplay zu sehen? Vielleicht niemals. Das kommt halt. Das kann ich jetzt ja noch nicht verstehen. Das ist. Nobody knows things. Ja, wenn du es da hast, wäre ich stark enttäuscht, wenn du uns dann nicht auch das volle Cosplay zeigst. Not gonna lie, stark enttäuscht. Ja, es ist auch Enttäuschung, die ich nachvollziehen könnte, but ich bin ich und ich bin weird. Weiß nicht. Nee, das finde ich, da sage ich auch gar nichts gegen, weil das finde ich gerechte Kritik. Aber ich mache einfach sehr ungerne Versprechungen und setze mich unter Druck. Vor allen Dingen nicht, nachdem mir das letzte Mal, als ich solche Versprechungen getan habe, ist mir das im Nachhinein negativ vor die Füße gefallen. Aha. Weil mir Druck gemacht wurde. Ich will ja niemanden outcallen. Und du hast dich immer noch nicht angemeldet. Das ist korrekt. Aber ich habe ja mich im Gegensatz zu anderen Personen, mehreren vor allen Dingen, die auch outgecallt waren für einen Vortrag, habe ich mich ja immerhin zu so einem Vortrag angemeldet. Der aber nicht war. Toll. Ja, da konnte ich ja nichts für, dass sie den einfach literally an dem Tag absagen, wo er stattfinden soll. Absoluter Schmutz. Bin aber auch early, ja. Ich glaube, die sind generell nichts für mich. Also ich sehe mich da auch nicht so hundertprozentig. Was schade ist. Das finde ich noch nicht nachvollziehbar, weil also ich sehe dich da schon. Weil das ja hat in dem Sinne nicht den Effekt, dass du da irgendwas Neues erfährst, weil diese Vorträge in erster Linie uns Dinge erzählen werden, die wir schon wissen, aber es in zweiter Linie auch uns mehr dazu dienen sollte, in Kontakt mit den Menschen vor Ort dieser Organisation zu kommen. Um da eventuell nette Leute kennenzulernen und dadurch reinzurutschen. Aber ich weiß nicht, ich war bisher einmal bei diesem Lützerath-Ding. Und das wirkte nicht wie eine Gruppe von Menschen, mit denen ich mich dauerhaft umgeben will. Verstehe ich. Ist aber in dem Fall ja nochmal, also das ist nicht vergleichbar. Das sind nicht dieselben Gruppen. Das, was in Lützerath passiert ist, waren nochmal viel, viel extremere Gruppen. Das waren vor allen Dingen Ende Gelände und Co. Das sind alles nochmal sehr viel extremistischere Gruppen. Aber dieses Standardbild von den komischen rauchenden Linken, die im schwarzen Block laufen, hat sich halt leider verfestigt. Und ja, genau, aber das deswegen sag ich ja, gerade dann sollte so ein Vortrag für dich sinnvoll sein, weil du dann dort auch feststellen kannst, dass das eben nicht solche Leute sind. Natürlich können auch ein, zwei solcher Leute dazwischen sein. Das ist je nach Region ist das vielleicht unterschiedlich. Aber ne, es könnte auch sein, dass du das dann da feststellst, dass es tatsächlich nichts für dich ist, weil in deiner Region eher solche Leute da tatsächlich in den Gruppen vorhanden sind. Aber das ist so eine breite, durchmischte Gruppe. Da sind teilweise sind da christliche, religiöse, ältere. Ja, geil. Noch besser. Ja, aber ne, basierte Menschen. Nope. There is no such thing. Ja, aber ne, das ist, das machst du. Wenn du weißt, dass sie christlich sind, sind sie nicht base genug. Wenn sie Christen sind und du weißt es nicht, sind sie base genug. Aber wenn du weißt, dass sie Christen sind, sind sie nicht base genug. Ja, das kommt ja darauf an. Also das ist ja der Unterschied zwischen Glaube und Religion. Wenn sie einfach nur das als ihren Glauben privat ausleben. Ja, dann weiß ich nichts davon. Dann sind sie base. Ja, nein. Ja, aber sie könnten das ja trotzdem irgendwie offensichtlich darstellen, weil sie, keine Ahnung, ein Kreuz tragen oder sowas. Das ist ja per se erstmal nichts,
aktivistisches oder so in dem Sinne oder ne? Ja, ich versuche jetzt jemanden religiös zu überzeugen, aber trotzdem eine private Auslegung. Auslebung. Weiß und wenn ich das nicht, Doc. Privat ausgelebt wird und man based ist, ist man based. So. Weiß ich nicht. Da gibt's für mich keine zwei Meinungen. Weiß ich nicht. Sehe ich das nicht. Das weißt du nicht. Also, das gesteht solchen Glauben genauso wie Axi sieht das bei mir. Sieht das wie ich. Ja, der einzige based Christ ist der, von dem du nicht weißt, dass er Christ ist. Und selbst dann hat er wahrscheinlich noch Arbeit zu tun. Ja, aber das ist ja halt Bullshit, so, weil, also das ist ja genau das Problem, so, wir können Leute aufgrund ihres eigenen privaten Glaubens ja nicht für Bullshit outcallen. So, ja, nur wenn sie ihn öffentlich aus der Außen tragen. Und ich bin der Meinung, dass auch wenn du ein Kreuz offen trägst, das schon grenzwertig ist. Ja, aber das geht dann in dieselbe Richtung und da machen wir uns das sehr einfach. Das geht in dieselbe Richtung wie Dinge, die wir bei Konservativen für den, wenn sie Dinge über den Islam sagen, kritisieren. Weil nicht jeder Islam ist kritisch und nicht jeder christliche Glauben die ist Sache kritisch. Die Sache ist, jeder Islam ist kritisch und weiß ich nicht, ob wir das gleich sehen oder nicht. Aber jeder ist grundlegend kritisch, der seine Zeichen so offen trägt, dass er grundlegend andere Mitglieder dazu zwingt, auch ihre Zeichen offen zu tragen. Aber das ist ja und Quatsch, da das ist ja ein Unterschied. Das sehe ich bei dem Kreuz zum Beispiel auch. Ja, aber das ist ja ein Unterschied. Vielleicht ja habe ich auch Dinge. Einfach noch nie einen besten Christen getroffen. Das sind ja aber in erster Linie erstmal zwei verschiedene Dinge. Du hast zum einen das für sich Private, weil man es aus Stilgründen, aus Glaubensgründen, whatever, für sich offen trägt und das es anderen aufzwingen. Das hat erstmal nichts miteinander zu tun. Nur das offene Tragen ist nicht automatisch eine Druckausübung auf andere desselben Glaubens, das offen zu tragen. Weiß ich nicht. Weil das kannst du auf, das könntest du, das öffnet ja leider Tür und Tor für jegliche Bullshit-Argumentation. Weil dasselbe könntest du dann ja über eben auch Transpersonen sagen, die ihre Transpersonalität nach außen tragen. Das ist aber nicht dasselbe dein Glauben, sagen, das ist deine Existenz. Das ist ein riesiger Unterschied. Und, ja, dein, aber, und Glauben offen zu propagieren, finde ich generell schwierig. Egal, ja, welcher das, dann, Glauben es ist. Dann kannst du das auch sagen über Leute, die wie jegliche Subkultur, der sie angehören, als T-Shirt tragen. Du hast irgendein Gaming-T-Shirt an, dadurch trägst du deine Subkultur. Das ist was Ähnliches als ein Glauben. Das trägst du automatisch nach außen. Und dann könnte man sagen, im Zweifel anderen deiner Subkultur auf. Das machen tatsächlich einige, wenn sie sagen, dass Gamer-Girls keine Gamer-Girls sind, wenn sie nur, keine Ahnung, Animal Crossing und Sims spielen. Ja, das aber ist das, ja exakt genau das. Das ist ja genau der Bullshit, der dich nicht beißt macht. Ja, das macht Religion. Ja. Aber das macht Religion. Und Religion und Glauben sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Religion ist die Institution. Wenn es Christen gibt, die ihren christlichen Glauben ausleben, niemandem wird was antun und die Institution an sich kritisieren, aber trotzdem die Werte, die ja erstmal nicht inhärent negativ sind, die Dinge, die in der Bibel stehen, sind nicht inhärent Bullshit. Ja, doch. Ja, nein, die Auslegung einige ist das schon. Problem. Ja, es steht literally drin, du darfst keine Klamotten aus verschiedenen Stoffen tragen in der Bibel. Also nichts von Auslegung, da steht doch Bullshit drin. Ja, aber das ist doch genau das mit der Auslegung. Das Ding ist, wie alt? Presumably mehrere tausend Jahre. Dass das nicht mehr das ist genau dasselbe wie zu sagen, das Grundgesetz oder diese Verfassung von den USA, die jetzt auch schon 200 Jahre alt ist, müsste heute noch 1:1 so gelten. Das Waffenrecht in den USA basiert auf einem Eintrag im Grundgesetz, der dazu diente, sich vor den Engländern zu schützen. Diese Gefahr existiert heute nicht mehr. Das deswegen Auslegung. Natürlich steht Bullshit in der Bibel, aber auch nur, wenn man ihn wörtlich auslegt, wenn man das 1:1 für sich so noch übernimmt. Das ist ja genau der Punkt, den ich gerade mache. Dass es natürlich kritische Sachen gibt, aber wenn jemand für sich die positiven Sachen aus so einem Glauben rausnimmt, sich dadurch diesem Glauben zuhörig gefühlt und aber niemandem etwas anderes zuleide tut und im Zweifel auch noch die Institution selber kritisiert,
Finde ich in den meisten Fällen trotzdem sehr schwierig, weil einfach der Glauben inhärent darauf ausgelegt ist, dass Leute, die deinen Glauben nicht teilen, negativ so Konsequenzen daraus tragen. Jeder Christ glaubt daran, dass es eine Hölle gibt. Und die meisten Christen sagen, du kommst in die Hölle, wenn du nicht an Gott glaubst. Ja, aber ich würde sagen, genau da beginnt ja schon der Fehlschluss. Ich glaube nicht, dass es sogar nur eine Handvoll, sondern im Zweifel eine Prozent erfassbare Zahl an Menschen gibt, die das nicht so glauben. Die nicht glauben, dass, also Christen sind, aber nicht glauben, dass die Hölle de facto existiert und dass man dass Ungläubige beispielsweise auch direkt da reinkommen. Dann glauben sie aber zumindest, dass Ungläubige nicht in den Himmel kommen. Wobei dann auch wieder die Frage ist, was überhaupt ungläubig ist. Diese Religion ist grundlegend inhärent diskriminierend. Ja, wie alle von den Top 3. Und sich dann angehörig zu finden, ist halt immer schwierig. Bin ich völlig bei dir. Religion als Institution, ja. Wenn du bei so anderen Religionen bist, wie, keine Ahnung, Buddhisten sind auch kritisch, aber in der Theorie halten die sich zumindest nicht für irgendwie weiser oder besser als andere. Sie halten sich, glaube ich, schon für weise und vielleicht auch am weisesten. Sie legen das im Zweifel nur nicht negativ anderen aus oder sowas. Aber das ist ja genau diese Spirale, in die man sich begibt. Wo fängt man an, wo hört man auf? Die Unterscheidung ist ganz klar. Ein institutioneller Glauben ist im Zweifel erstmal immer kritisch. Und selbst wenn nicht, dann sind die Unkritischen die Ausnahme. Ein Glauben per se ist aber immer erstmal nicht kritisch, weil der individuell von Person zu Person unterschiedlich ausgelegt, interpretiert und ausgelebt werden kann. Deswegen ist Glauben erstmal grundsätzlich etwas Positives. Weil jeder Mensch, du könntest auch so weit gehen zu sagen, selbst Wissenschaft ist ein Glauben, weil wir wissen nicht alles und die Wissenschaft wird auch nie alles wissen. Sie versuchen nur der Wahrheit, dem Wissen so nahe wie möglich ich zu kommen. Ich würde das nicht sagen, weil Glauben darauf basiert, dass du Dinge nicht neu überdenkst und änderst. Und dann sehe ich ja Wissenschaft nicht. Das ist im Zweifel einfach ein Problem von institutionellen Religionen. Ja, aber du kannst nicht sagen, wenn ich sage, das ist eine Red Flag. Wenn ich jetzt sage, es ist eine Red Flag, wenn ein Typ vor mir ein Kreuz hat und, was weiß ich, anfängt darüber zu reden, wie Jesus sein Leben gerettet hat, bin ich persönlich weg. Wenn genau. Du damit klarkommst, ist mir das okay, aber für mich ist es nicht based, in keinem Fall. Ja, aber das Einzige, was ich ja auch sage, ist, du hast jetzt gesagt, wenn er das trägt und zu dir kommt und dir irgendwas erzählt, richtig, wenn er das nur trägt und dich per se erstmal nicht versucht, von irgendeinem Glauben zu überzeugen, sondern mit dir, keine Ahnung, wie auf der Straße sitzt. Wie viele Christen kennst du? Lass mich doch mal ausreden. Ich will auch nicht neben einem Christen auf der Straße kleben. Ja, aber das ist Vorurteile. Das sind Vorurteile und Diskriminierung. Damit sind wir in dem Moment kein einziges Deut besser als die wir kritisieren. Das ist ja die einzige Aussage, die ich treffe. Dass Menschen scheiße sind und dass im Zweifel Menschen aus bestimmten Gruppen öfter scheiße sind. Wenn du dich vielleicht mit der Gruppe distanzierst, die anderen Menschen unglaublich viel Leid, die andere Menschen ausnutzt, ist für mich ein Grundaspekt, damit du überhaupt... So, es ist sowas, du erforderst von mir, dass ich Respekt vor jemanden habe, der offensichtlich aber keinen Respekt vor anderen Leuten hat. Und das kannst du so viel sagen wie, ja, mein Glauben ist, tut alle Leute bla blub. Ja, das kannst du mir dann beweisen, aber bevor du mir das bewiesen hast, sehe ich das nicht. Ja, aber ne, das ist ja... Ist das ein Vorurteil und... Das ist ein Vorurteil, was jemanden schützt. Weil Red Flags sind auch nur Vorurteile. Und es ist gut, dass wir diese Vorurteile haben, weil sonst würden wir einfacher ausgenutzt werden. Manchmal ist es auch einfach wichtig, vorsichtig bei gewissen Menschen zu sein. Und Christen sind da hundertprozentig immer dabei. Korrekt. Der Unterschied zwischen einem Vorurteil und einer Red Flag ist, man ist vorsichtig und besonders, sag ich mal, aufmerksam und
liest gewisse Sachen sensitiver bei dem Umgang mit einem Menschen, der gewisse Red Flags ausstrahlt. Und man und der Unterschied ist, wenn man jemanden vorurteilt, ist, dass man aufgrund eines einzelnen Zeichens oder sonst was den kompletten Umgang mit Leuten umgeht und Abstand nimmt und Leute absondert und so aufgrund dieser Dinge. Dass man vorsichtiger bei oder ne, das ist ja völlig logisch. Das ist ja alleine schon aufgrund jemanden von toxischer Männlichkeit. Jemanden als Base-Zeichen tut ja aber schon davon ausgehen, dass du die Leute an dich ranlässt und dass du mit denen arbeitest. Nö, das heißt erstmal nur, dass sie stabile Ansichten in dem Fall, weil das ja auf letzte Generation bezogen war, stabile Ansichten zum Klimawandel haben. So, oder zur Bekämpfung des Klimawandels. Weil nicht nur, dass sie den nicht leugnen, das wäre ja nur das Mindeste, sondern dass sie übereinstimmend mit der letzten Generation die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und zwar wissenschaftliche Gründe. Wissenschaftliche Schlüsse. Die Gründe sind dann trotzdem im Zweifel im Glauben belegt, so, ne? Schöpfung schützen, whatever. Ja, aber das, nee. Ja. Ne? Ich kann das ja nur sagen. Ja, aber sehe ich wie Axis. Ja, aber das finde ich auch okay, aber das ist halt, es ist einfach de facto nicht richtig, weil das halt auch wieder viel zu vereinfacht feststellt, Glaube ist nicht, Religion ist nicht Glaube. Und das Glaube für unglaublich viel Leid auf der Welt verantwortlich ist, das ist zu einfach, weil Menschen für Leid auf der Welt ja, aber dann mit genau dem gleichen Argument sagst du, ey, guns don't kill people, people kill people. Bullshit! Und da, ja, aber das zeigt doch diesen Bullshit überhaupt nur auf, weil du es am Endeffekt immer auf Menschen runterbrechen könntest. Und das zu sagen, es ist Glaube, ist ja auch schon ein heruntergebrochenes von Religion. Die Religion ist eine Institution, das ist etwas Kleines innerhalb des großen ganzen Glaubens. Anstatt dieses Kleine nur zu dein Glauben ist nicht mehr persönlich, sobald er von außen erkennbar ist und sobald du dich damit offen identifizierst. Wenn ich weiß, dass du Christ bist, hast du anscheinend schon komische Dinge gemacht. Außer ich kenne dich jahrelang. Ja, gut. Ja, ich hatte durchaus Nachbarn, die waren relativ based, von denen ich wusste, dass sie so locker christlich sind. Ich habe auch Nachbarn, von denen ich weiß, dass sie christlich sind, weil sie definitiv nicht based sind. Gehabt, ja, aber du hast beides schon festgestellt. Und das ja, ist, und das eine ist alles. Wesentlich häufiger als das andere und die basten Christen richtig. Tragen keine Kreuze. Ja, das ist halt wieder, da gehst du jetzt wieder von anekdotischer Evidenz aus. Ja, und auch das, Axi, ist jetzt halt auch, das ist halt auch im Zweifel nur eine etwas überhöhte Form von anekdotischer Evidenz. Aber es ist ja nicht nur die anekdotische Evidenz. Du kannst es ja statistisch aufschlüsseln. Ja, das ist schön. Dann schlüssel es statistisch auf. Fakt ist, dass Glauben etwas komplett Individuelles ist. Ja, Wahl ist auch etwas komplett Individuelles. Würdest du dich mit einem Trump-Wähler auf die Straße kleben? Nochmal, ich hab's akustisch nicht verstanden. Wahlen und Politik ist auch was komplett Individuelles. Würdest du dich mit einem Trump-Wähler auf die Straße kleben? Wahlen sind erstmal nicht, also das finde ich nicht. Würdest du dich mit jemandem mit einem Trump-Hut auf die der einen Trump-Hut trägt, um seinen. Natürlich seinen nicht. Ja, same, ja, weil er seine Zugehörigkeit zu einer Gruppe symbolisiert, ja. Mit diesem Hut. Genauso ja, wie der Typ mit dem Kreuz seine Zugehörigkeit zu einer Gruppe symbolisiert mit dem Ding. Ja, aber das ist. Es ist einfach viel zu vereinfacht und das lässt so viele Aspekte raus. Welche Aspekte denn? Ich merke auch einfach, dass die Emotionalität so hoch ist, sowohl bei dir als auch bei Axi, dass wie oft ich alleine nicht ausgereden lassen wurde und wie viele Punkte einfach nicht verstanden wurden, dass die Debatte gar nichts bringt. Ja, ja, ja. Jetzt Emotionalität als Gegenargument bringen, weil Leute davon schon mal negativ beeinflusst werden, ist ein absolut schlechtes Debate-Pro-Non-Argument. Da wirst du mir zustimmen. Emotionalität ist nichts Schlechtes. Du machst in einer Debatte. Du machst exakt das,
was Tama in der Sex-Work-Debatte gemacht hat. So. Nein, was ich habe nie gesagt, Emotionalität ist grundsätzlich etwas Schlechtes. Ich sage nur, dass es in dieser Debatte gerade dazu führt, dass Argumente gar nicht sachlich dann wahrgenommen werden. Dann sag doch deine Argumente nochmal an, bitte. So schön einzelne Argumentpunkten, dann werden wir die mal durchgehen. Nee, weil warum ich jetzt denkst einfach du, auch viel zu... Ein ich Christ bin, Christ ich bin in dieser Debatte, ich bin in dieser Debatte in den letzten 10 Minuten so heftig niedergeredet worden, dass das für mich in dieser Situation ja, nicht mehr psychisch möglich ist. Ich bin viel zu verunsichert. Ich müsste jetzt wahrscheinlich nochmal über alles, was ich überhaupt gesagt habe oder sagen wollen würde, sehr gut nachdenken. Und würde mich dabei wahrscheinlich komplett in, wahrscheinlich sogar in Widersprüche und sonst was verfallen, weil ich komplett verunsichert bin. Das ist einfach nicht mehr möglich. Ich habe versucht, es darzulegen. Ich verstehe die Ansicht, woher sie kommt. Ich halte sie für falsch. Mehr kann ich daraus nicht machen. Ja, ist okay. Kannst ja dich nochmal sammeln und dann später drauf zurückkommen. Halt einfach, ich finde es einfach sehr vereinfacht zu sagen, Glaube und Religion ist dasselbe. Das haben wir ja nicht gesagt. Wir haben gesagt, grundlegend, egal ob Glaube oder Religion, wenn du dich mit so etwas zugehörig fühlst, bist du grundlegend nicht based. Das ist ja was anderes, als zu sagen, Glaube und Religion ist das Gleiche. Und sicherlich muss man differenzieren, welcher Glaube. Ja. Ja. Aber bei den Top 3, nope. Ja. Aber also. Auch aufgrund dessen, was Axi jetzt schreibt, das ist ja in der Endkonsequenz. Also in der Endkonsequenz ist das abolish Glaube in Gänze. Weil. Oder. Du, also zumindest ist es zumindest so, dass nicht Glaube oder die Glaubensarten, die wir jetzt haben, ich würde mal nicht mal nur sagen die drei großen, sondern da würde ich dann zumindest hingehen und sagen, alle aktuellen Weltreligionen, dass die nicht reformierbar sind, weil sie zu viel Leid schon in der Vergangenheit verursacht haben. Dass das niemals wieder gehen würde. Und das halte ich rein praktisch schon für schwierig, weil das würde dann in Richtung eines... Also, einen gesamten Glauben auszumerzen, weil Leute sich dazu nicht mehr bekennen dürfen, weil der Glaube für Leid verantwortlich ist, geht halt in Richtung eines Genozids dieser Glauben. Du Wenn die nicht mehr existieren dürfen... Wir wollen ja keinen Genozid von einem Glauben anzetteln, weil wir sagen, dass etwas nicht based ist. Du willst ja nicht alles verbieten, was nicht based ist. Moment, ich will doch meine Eltern nicht verbieten. Based? Ja, kann ihr Argument ja auch im Zweifel gegen Strom nennen. Es ging mir, habe ich eben explizit nochmal darauf hingewiesen, dass ich gesagt habe, in Klimafragen gibt es auch sogar based Christen. Das habe ich gesagt. Weil sogar teilweise, darum ging es ja ursprünglich, sogar Christen, dass sogar Christen teilweise bei der letzten Generation mitsitzen. Weil, und das ist der eigentlich ursprüngliche Punkt gewesen, weil die letzte Generation im Gegensatz zu Lützerath-Protesten oder anderen Dingen eben nicht ein, die letzte Generation ist nicht ein primär links- bis linksextremes, eine links- bis linksextreme Gruppe, sondern die letzte Generation ist so ultra breit gefächert, die deckt wirklich das gesamte gesellschaftliche Spektrum ab. In allen möglichen Glaubensarten, in allen möglichen Alterssachen, bis hin zu sogar allen möglichen politischen Richtungen, weil es sogar teilweise, ne, logischerweise, auch eher Konservative gibt, die gerafft haben, dass die CDU und sowas Bullshit machen und im Zweifel dann SPD wählen, obwohl sie also trotzdem immer noch konservativ sind. Und dass selbst solche Leute auch bei der letzten Generation teilweise sitzen. Aber also dann die letzte sagst Generation du ja, ist breit gefächert. Dann sagst du ja, dass jemand in nur einem Punkt based sein kann. Und ehrlich gesagt schließt sich das mit meiner Definition von based aus. Gut, das ist eine andere Debatte. Da können wir über was gesamt anderes reden. Mir ging es darum, dass ich gesagt habe, es gibt selbst Menschen, die in Klimafragen based sind, die kommen aus
nicht nur dem linken Spektrum, weil dein Problem in erster Linie mit der letzten Generation war, dass du Angst vor so einer linksextremen Lützerath-Gruppe hattest. Und das halt Quatsch ist, weil die letzte Generation einfach in der Breite der Gesellschaft alles Mögliche abdeckt. Jeder, der gerafft hat, dass wir etwas tun müssen, geht da aktuell hin. Deswegen wächst die Gruppe ja auch so heftig. Weil jeder, der begriffen hat, dass wir etwas tun müssen, das als die letzte gewaltfreie Chance sieht. Weil das die Alternative ist, dass wir nichts tun, und wenn wir nichts tun, werden wir irgendwann in bürgerkriegsartigen Zuständen versinken. Weil zu wenig Wasser, weil zu viele Flüchtlinge, weil das alles passieren wird. Und deswegen sind alle gesellschaftlichen Gruppen in der letzten Generation vertreten. Was nicht heißt, dass sie based sind. Okay. Sondern genau, wenn du based als, genau, wenn du based als gesamt alle Themen betreffend auslegst, dann ja, absolut. Mir ging es eben tatsächlich nur um die Klimafrage. Finde ich eine weirde Einschränkung, aber dann sehe ich das auch eher. Weil, wie gesagt, für mich ist jemand based, wenn er halt wirklich. Ja, nee, das ist sogar Themen. Nachvollziehbar. Das finde ich ja sogar nachvollziehbar. Aber das wollte ich damit ja auch nicht sagen. Deswegen, da war das Missverständnis. Ich dachte, dass ich es vorhin während der Debatte schon einmal deutlich gesagt hätte, aber das kam halt trotzdem immer noch nicht rüber. Oder war zu emotional, dass es nicht wahrgenommen wurde. Aber mir ging es tatsächlich nicht darum zu sagen, die sind in der Form based, dass es die über alle Themen eine stabile Meinung vertreten müssen. So, was du eh über keine Gruppe sagen kannst, auch nicht über die progressivste linke Gruppe, das haben wir in der Sexwork-Debatte gesehen, jede Gruppe wird irgendwo ihr blinden Fleck haben, wo sie einfach einen Shit-Take hat. Die Sache ist, wenn du based bist und einen Shit-Take hast, dann änderst du den halt, nachdem du darauf angesprochen wurdest. Und genau das passiert ja bei Christen nicht, sonst wären sie ja keine Christen. Ja, aber das passiert ja auch bei Linken nicht. Siehe Karl und Tama. Dann sind sie nicht based. Dementsprechend würde ich auch sagen, dass Karl und Tama nicht based sind. Richtig. Ich würde nur so weit gehen zu sagen, dann ist niemand based, weil jeder Mensch, also es gibt keinen perfekten Menschen, jeder Mensch hat Fehler. Und nicht nur Fehler, die man ausgleichen kann, sondern im Zweifel auch Denkfehler oder Logikfehler oder nenn's auch wie auch immer, die inhärent nicht weggehen. So. Ich denke, wenn du darauf hingewiesen wirst und dich änderst, bist du based. Ja, und ich denke, es gibt auch Menschen, die based sind. Genau, jetzt ist ein komplett dummes, hypothetisches Szenario, was wahrscheinlich überhaupt nicht mal eine Vergleichbarkeit hat, nur meinen Punkt irgendwie verdeutlichen würde. Stell dir jemanden, den basedesten Menschen vor, den du dir vorstellen kannst, der wirklich so based ist, dass er Kritik auch immer annimmt, weil, ne, man will sich ja verändern und verbessern. Mhm. Und der bekommt aber von einer sehr, sehr schlechten und negativen Person Kritik an etwas, was eigentlich positiv ist. Und er ändert das Negativen hin. Nein, wenn er based ist, dann weiß er ja trotzdem, dann tut er trotzdem seine Handlung, seine Auswirkungen einbeziehen. Dann weiß er ja trotzdem, welche Kritik sinnvoll für ihn ist und welche nicht. Genau, und das ist aber, sag ich, ein in sich vorliegender Fehlschluss, weil diese perfekte Informationslage nie existiert. Das ist ja schon die Fehlannahme am kapitalistischen System, dass der Markt immer alle perfekten Informationen hätte und deshalb funktioniert. Dieses perfekte Ausgangsszenario gibt's aber nie. Ja, aber dank des Internets, was mit Menschen kannst du dich ja tatsächlich über fast alles informieren, soweit wie es fast möglich ist. Und wenn nicht, kannst du ja einfach jemanden fragen, der sich auskennt. Genau, aber das ist halt ja, ne, kein random Typ im Internet. Deswegen sage ich ja, das bringt immer alles, diese Spirale kannst du unendlich drehen. An jedem Punkt wird es irgendwo einen blinden Fleck geben, wo entweder die Person, die man fragt, ist nicht so super, oder im Internet gibt es zu wenig Informationen über ein ganz kleines, spezifisches Thema, oder es gibt mehr falsche Informationen. Dann würde ich jemanden aber nicht den Base-Status absprechen, weil es geht ja auch darum, dass du deine Möglichkeiten ausnutzt. Jemanden den Base-Status will ich trotzdem absprechen, wenn er trotz aller Evidenz, die wir auch alle überall sehen, auch im Internet, immer noch gläubig ist. Ich finde nur grundsätzlich, wenn man
wenn man Base so auslegt, mit diesem über alle Themen hinweg, finde ich es sehr viel schwieriger, das Wort überhaupt zu benutzen, als wenn man das nur als, sag ich mal, informiert oder als Synonym für informiert oder stabil oder sonst was auf ein bestimmtes Thema bezogen benutzt. Aber bei stabil finde ich aber auch, dass du das allgemein nimmst. Ja, nein, ja. Weil mir geht es ja gerade darum zu sagen, allgemein finde ich das Wort wesentlich kritischer zu benutzen, also schwieriger einfach, nicht unmöglich. Es mag sicherlich Fälle geben, aber so, sag ich mal, breit, wie das in der Gesellschaft benutzt wird, zumindest in unseren Bubbles, das Wort. Ja. Das so häufig zu benutzen, wenn man damit dieses allgemeine Based meint, ist halt, das kannst du bei fast keinem Menschen wissen und das wird auf die aller promillmäßigsten Menschen, wenn überhaupt, nur zutreffen. Während es halt, so wie ich es dachte, dass man es benutzen sollte und so wie ich es gemeint hatte, dass man wirklich auf ein spezifisches Thema Based meint. Da kannst du es halt im Zweifel einfacher auch von außen festmachen. Ja, aber dann musst du es halt immer dazu sagen, dass der Take Based ist, ja, und nicht die Person. Genau, deswegen, das war ja das Missverständnis. Nur, ich glaube, grundsätzlich ist Based als allgemeinen Begriff quasi sozusagen. Ist schwierig. Okay. Das ist. Ist okay. Meine Grundansicht ist, es gibt viele Menschen, mit denen ich mich ungern in meiner Freizeit auseinandersetze. Christen definitiv dazu. Ja. Ne, wie gesagt, mir ging es ja auch nur darum zu sagen, es könnte durchaus Sinn machen. In der Form, wie du es sagst, oder wie du es dargestellt hast, glaube ich auch eher tatsächlich, dass im Zweifel grundsätzlich gruppentechnische Aktivitäten einfach ein soziales Problem darstellen für dich, was ich nachvollziehbar finde. Und dann würde ich auch absolut, glaube ich, sogar eher sagen, dass das im Zweifel nichts für dich ist, weil dieses grundsätzliche soziale eher ein Problem ist. Ja. So, bei der, keine Ahnung, Bonjour.com oder so, bei dem Com-Treffen könnte es auch sein, dass man auf solche Menschen trifft. Dadurch, dass du aber da schon lange Teil von bist und dass zumindest. Oder gibt es einige Leute, Menschen, die sehr unangenehm sind? Das kann ja, ich nicht sagen. Aber genau, zumindest, also da hast du durch das im Internet zu dieser Gruppe schon länger zugehörig sein und so, da hast du einen besseren Informationsstand, dass du damit umgehen kannst. Genau. Wenn du beispielsweise auf so einem Com-Treffen bist. Von dem her, also da ist ein deutlicher Unterschied und das finde ich nachvollziehbar. Von dem her glaube ich, in der Hinsicht gesehen, tatsächlich, dass es im Zweifel dann nichts für dich wäre. Ja. Weil es, also zumindest definitiv sowieso schon mal nicht alleine. So. Und ja, ne, dann, wenn, dann müsste das irgendwie in einem geschützten Rahmen sein von keine Ahnung, mehreren Leuten, die man kennt, die einen da begleiten und dann quasi so als Art Testballon gucken, wie die Leute, die in dem Fall jetzt in der speziellen Ortsgruppe da so aktiv sind, wie die so drauf sind, mehrheitlich oder nicht, ob da gewisse einzelne kritische Personen bei sind und sowas, aber das ist dann halt ein Projekt so. Das ist halt kein, man macht das mal einfach, ja, um zu gucken. Ich habe übrigens das gleiche Problem beim Ehrenamt. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Es gibt bei uns eine Gruppe, die nennt sich Pinke Hände, ja, die sammeln einfach nur Zigarettenstummel auf und tun sich dagegen aussprechen, dass Leute, die einfach. Was ja in Bezug auf dieses Thema Bestes. Das absolut Bestes. Aber diese Leute tun gleichzeitig auf irgendwelchen Festivals Aschenbecher ausgeben, womit ich noch okay bin. Aber gleichzeitig solche Gläser aufspielen, die sagen, ja, hier Ananas auf Pizza oder Ananas auf Nicht-Pizza. Und aus Drogenkonsum ein Game zu machen. Wait. Ja, wie diese Münzgläser. Ich hab das nicht verstanden. Die stellen einfach so zwei Container auf für deine Zigarettenstummel, mit denen du dann werten kannst. Die sind entweder oder. Oh nein! Und so ein Game zu machen aus Drogenkonsum sehe ich mich persönlich damit absolut 0, okay, nichts. Ja. Damit die Leute ihren scheiß Stummel wegschmeißen. Aber was soll denn das? Ja. Du glorifizierst das, weil Gamification doch die Leute motiviert. Oh. Das ist ja nur dumm. Das ist also richtig. Ich finde es nachvollziehbar, warum man das macht. Aber es ist schon. Es regt mich auf, will ich damit sagen. Ja. Ja, nein, ich verstehe auch, dass es dich aufregt, weil logischerweise, also
eine Organisation, die grundsätzlich schon den Müll oder den Schaden von dieser Droge quasi beseitigt, wäre natürlich, da wäre natürlich der logische, der viel naheliegendere Schritt auch, ja, dass man dann quasi innerhalb dieser Organisation auch quasi eine Suchtprävention oder sowas, ja? Nee, aber eine grundsätzlich eine, ich hätte jetzt Pro, sowas wie Pro-Life, aber halt Contra-Zigarettes Organisation auch ist oder dafür aktivistisch tätig ist auch sowas, weil dann würde das ganze Problem an sich, was diesen Müll ja auch verursacht, schon verschwinden. Aber dadurch würde man wahrscheinlich ähnlich wie beim Veganismus halt schlechter bei den Leuten ankommen und dann würden im Zweifel diese eigenen Efforts, ja, würden untergraben werden und man würde sich selber die Arbeit schwerer oder mehr Arbeit machen, weswegen man eben diesen Gamification-Ansatz wählt, der natürlich in dem Moment aber ist zumindest halt so neutral ist, aber eher positiv bestärkend wirken könnte zumindest. Also alles andere sehe ich ja eigentlich. Ich sehe ja ein, Leuten günstige Aschenbecher in die Hand zu drehen. So, wenn du rauchst, hau es wenigstens weg. Ich gehe ja damit mit, Leuten zu sagen, dass ja, okay, wenn du rauchst, mach es wenigstens weg. Aber dieses Gamification-Ding finde ich schwierig. Gerade auf so ja, Festival-Aktionen oder so, wo die das machen. So, nee. Einfach nur, nee. Das kannst du halt nie machen. Ist wild. Also, ich glaube, man kann nachvollziehen, warum man das macht. Und ich glaube, das auch, ist eher auch ein systemisches Problem, wo die sich halt jetzt, da, sag ich mal, im Zweifel als ehrenamtliche Gruppe dagegen entschieden haben, dieses systemische Problem angehen zu wollen, weil sie sich dafür wahrscheinlich nicht in der Position oder da nicht die vorhandene Macht bei sich sehen. Und sagen, so, das systemische Problem sehen wir getrennt, das muss wer anders sich drum kümmern. Wir kümmern uns nur darum, also wirklich ausschließlich, dass es sauber wird und nutzen dafür alle Möglichkeiten, die das positiv eben fördern können. Und in dem Fall halt auch Gamification. Von der Ansicht her kann ich das verstehen, aber finde das zumindest nicht unkritisch. Also nicht 100% scheiße, nicht 100% gut, aber im Zweifel in der Tendenz mittig gesehen eher scheiße, weil es zumindest theoretisch das Verharmlosen oder befeuern könnte bei Leuten, die, keine Ahnung, vielleicht nur Gelegenheitsraucher sind und sich dann genötigt fühlen, um damit abzustimmen, oder Leute, die gar nicht rauchen, irgendwie spaßeshalber irgendwie sagen, ah, irgendwie, ich will da jetzt mitmachen, eine ziehen oder sowas. Ganz absurde Dinge, aber dadurch, dass das nur theoretisch auch schon möglich wäre, verstehe ich, dass es einfach eher kritisch ist. Ja, ich meine, jedenfalls tut es für mich komplett abziehen, dass ich da jemals mitmachen werde. Ich werde vielleicht mir ein paar Handschuhe besorgen und alleine die Zigarettenstummel auflegen, aber ich werde definitiv nicht an dieser Gruppe teilnehmen. Ja, nee, aber und exakt das Gleiche, tatsächlich aus dem exakt gleichen Grund habe ich bei diesen linken Veranstaltungen. Weil es sind immer Leute die ganze Zeit am Rauchen, während die da durch die Gegend laufen. Ja? So, Jungs. Also, es war eine Klimademo, die haben Bengalos gezündet. Ich meine, wie gegen dein eigenes Ding kannst du denn sein? Das Ding ist, dass linke Gruppen, also vor allen Dingen für Frauen, nicht unkritisch sind. Das ist ja fast schon allgemeingültig bekannt. So. Die sind zwar im Zweifel nicht ganz so schlimm wie andere Gruppen, aber das Problem ist ja ein gesamtgesellschaftliches, also Sexismus und sowas. Das betrifft eben auch Linke, weil wir so aufwachsen, weil, ne, die gesamte Gesellschaft im Arsch ist. Ich glaube, die einzige Gruppe, wo man zumindest sagen kann, dass es wirklich mehrheitlich positiv für Frauen und dementsprechend auch eben diverse Menschen ist. Feministen? Ist halt, ja, sind halt queere Gruppen, weil ja, sag ich mal, die sind ja mit betroffen, weswegen da eben so hart drauf geachtet wird, ja, vor allen Dingen, dass diese, sag ich mal, mackerhaften, toxisch-männlichen Probleme, die in allen anderen Gruppen vorhanden sind, eher aussortiert und ausgesiebt werden. Also,
Von daher verstehe ich das als vor allen Dingen in deiner Position als Frau absolut. Das ist 100% nachvollziehbar. Ist halt traurig. Es ist traurig sowieso, also traurig ist alles fast auf der Welt, aber es ist halt vor allen Dingen, ist vor allen Dingen aus Selbstschutz völlig logisch einfach auch. Also aus Selbstschutz komplett nachvollziehbar. So. Wir haben echt nicht mehr viel Zeit, ne? Ich frage mich halt eher, wieso Mono so lange einkaufen ist. Ich gehe jetzt erstmal kurz schlafen und muss vielleicht ein Stück laufen. Vielleicht geht er in den hinteren Laden. Also er hat mehrere zur Auswahl und vielleicht geht er in den, der weiter weg ist. Ist ein guter Weg. So. Ich bin Fields Batman. Ah. Ja gut, dann unterbinde sie doch, indem du einfach sagst, du bist wieder da und wir könnten jetzt mit Lady Anne anfangen. Ich mache jetzt kurz aus, ich mache kurz den Stream aus, gehe kurz auf Toilette und was trinken und dann fangen wir mit Lady Anne an. Dann gehe ich aber gleich schon mal hier und wünsche viel Spaß. Ich werde das im Lurk genießen. Natürlich warten wir auf dich, Mono. Wir haben dich doch lieb. Hä? Es geht um Lady Anne. Also da können wir nicht ohne Mono starten, hallo? Geht's gleich, Mono. Ich präpariere das alles und dann können wir anfangen. Ja. Tschö! Tschüss.